Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, aus einer Kaffeepause, der man anmerken konnte, dass die erste Session offenbar spannend war, weil es viel Stoff zum Weiterdiskutieren gab, weil viele Fragen aufgeworfen worden sind, wo einfach wir gesagt haben, Mensch, da möchte ich noch was dazu sagen, da möchte ich weiterdenken. Das ist doch schon mal ein guter Start gewesen, denke ich. Jetzt wollen wir von der Verantwortung der Gesellschaft zu einer Frage kommen, die ganz ähnlich ist, aber vielleicht noch eine Spur interaktiver, zumindest interaktiver gestellt ist. Was haben sich Wissenschaft und Gesellschaft in Klammern noch zu sagen? Bei der Klammer kann man schon anfangen. Gibt es also eine Entfremdung im Verhältnis zu vorher? Wenn ja, warum ist da eine Entfremdung? Kann es einen Dialog auf Augenhöhe überhaupt geben? Was fordert er von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Was fordert er von der Gesellschaft? Und wer ist überhaupt die Gesellschaft? Mein Name ist ja Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft. Und vor allem bin ich jetzt gespannt auf die beiden Impulse, die wir zunächst hören werden. Und anschließend gehen wir dann in die Diskussion. Der erste Impuls stammt von Professor Dr. Martina Brockmeier. Frau Brockmeier ist Agrarökonomin an der Universität Hohenheim und seit Anfang des Jahres Vorsitzende des Wissenschaftsrates. Wissenschaftspolitisch engagiert ist sie aber schon sehr lange. Sie ist im Senatsausschuss Evaluation der Leibniz-Gemeinschaft und war Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates. Und Frau Brockmeier, die Frage, die jetzt natürlich an Sie geht, wie ernst meint es jetzt denn eigentlich die Wissenschaft mit dem Dialog auf Augenhöhe mit der Gesellschaft? Und ja, vielleicht können Sie auch ganz gut anknüpfen an das, was wir eben schon gehört haben. Wir freuen uns auf Ihren Impuls, Frau Brockmeier. Vielen Dank, Herr Viada, für die Einführung und einen ganz großen Dank auch an die Organisatoren dieser Tagung, die das Thema aufgegriffen haben, was in der Tat, das können Sie sich denken, natürlich auch den Wissenschaftsrat sehr stark bewegt. Wir haben in der letzten Woche unsere Herbsttagung gehabt und wir haben über Vertrauen in die Wissenschaft gesprochen und dieses Thema dort auch aufgegriffen und in der Vollversammlung am letzten Tag sehr intensiv diskutiert. Von daher kann ich hier jetzt gleich an dieses Thema anschließen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier auch nochmal dieses Thema aufgreifen kann. Der March for Science war eine vielbeachtete weltweite Bewegung. Ziel dieser Bewegung war es insbesondere auf mögliche Fehlentwicklungen im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit hinzuweisen. Und Veranstaltungen wie diese heute werden außerhalb des Wissenschaftssystems häufig auch als eine Zuspitzung eines Konfliktes wahrgenommen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen würden es demgegenüber gewiss vorziehen, wenn Veranstaltungen wie der March for Science in der Öffentlichkeit aber etwas differenzierter wahrgenommen würde, als er das vielleicht letztendlich worden ist. Die Vielfalt der beim March for Science verhandelten Fragestellungen und die mir hier zur Verfügung stehende Zeit ist, da werden Sie mir ganz sicher zustimmen, inkompatibel. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mich bezüglich der Fragen, wie es nun mit dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft weitergeht, auf drei wesentliche und vielleicht auch zugespitzte Thesen beschränken. Eine davon haben wir im Ansatz heute Morgen schon von Herrn Rogal gehört, nämlich meine erste These. Es wäre irreführend, allgemein von einer Vertrauenskrise zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu sprechen. Vielmehr haben viele der mit Krisen häufig in Verbindung gebrachten und für den March for Science bedeutenden Aspekte meiner Meinung nach ihren Ursprung woanders. Sie sind Ausdruck einer generellen Entwicklung in der Gesellschaft und sie spiegeln sich auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Wissenschaft wider. Zwei wesentliche Faktoren dieser Entwicklung begünstigen das Erstarken populistischer Strömungen und Verschwörungstheorien unterschiedlicher Couleur und diese sind erstens die zunehmende Überzeugung in der Gesellschaft, dass ein enger Kreis etablierter Akteure aus Politik und Wirtschaft einen großen Einfluss auf die Meinungs- und Entscheidungsbildung besitzt. Zweitens, und das haben wir vorhin kurz angesprochen, die Kommunikationsformate der sozialen Medien, die eine Abschottung homogener Meinungsblasen und innerhalb dieser ein Wir gegen die da oben Gefühl befördert. In unserer Diskussion in der letzten Woche hat eine Kollegin das mit einem Satz, fand ich sehr prägnant, auf den Punkt gebracht. Sie hat nämlich gesagt, wenn du nicht meiner Meinung bist, sagst du nicht die Wahrheit.
Viele problematische Beispiele von Wissenschaftsskepsis, denken Sie etwa an den Klimawandel und die Impfskeptiker, beruhen darauf, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nur als ein Teil der Wissenschaft wahrgenommen werden. Vielmehr werden sie von Skeptikern als Mitgliedern oder zumindest als Handlanger einer Elite angesehen, die primär auf ihren eigenen Machterhalt und finanziellen Vorteil aus ist. So wird im diesjährigen Wissenschaftsbarometer als wesentlicher Grund für Misstrauen gegenüber Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht etwa ihr mangelndes Können, ihre Fehleranfälligkeit oder auch das für uns so typische Infragestellen von Ergebnissen, was uns ja inhärent im wissenschaftlichen Diskurs auszeichnet. Es wird auch nicht genannt das Missachten von Regeln und Standards guter wissenschaftlicher Praxis. Nein, der wichtigste Grund für Misstrauen ist die Abhängigkeit von den Geldgebern. An der Institution Wissenschaft und ihrem methodisch und empirischen Anspruch wird demnach nicht gezweifelt. Das zeigt diese Umfrage relativ deutlich. Stattdessen wird einzelnen Mitgliedern des Wissenschaftssystems unlautere Motive und die Verhinderung der Verbreitung der eigentlichen Wahrheiten unterstellt. Da hilft es dann auch nicht, wenn wir uns, was wir so gerne tun und was ja auch sicherlich in Teilen seine Richtigkeit hat, auf das Wertfreiheitspostulat der Wissenschaft zurückziehen. Diese Entwicklungen können zunächst als harmlose Spinnerei einer Minderheit abgetan werden. Dennoch verbergen sich hier große Gefahren, sollten solche Tendenzen noch weiter zunehmen. Denn so meine ich, und damit komme ich zu meiner zweiten These, ein gelungener Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist für beide Seiten unverzichtbar. Warum diese Gegenseitigkeit? Die Wissenschaft ist auf Akzeptanz und Unterstützung seitens der Gesellschaft angewiesen. Das haben wir heute Morgen diskutiert und ich glaube, es besteht auch ein Konsens. Nur dann kann öffentliche Finanzierung von Wissenschaft gerechtfertigt werden. Und es liegt daher im eigenen Interesse, wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Dialog mit Akteuren außerhalb der Wissenschaft suchen. Aber, und damit ist die Gegenseitigkeit angesprochen, auch für die Gesellschaft selbst ist es von ganz großer Bedeutung, dass wissenschaftlich fundierte Aussagen zu wichtigen Fragen und Herausforderungen Akzeptanz finden. Denn nur dann kann ja der eigentlich für uns so wichtige demokratische Willensbildungsprozess sich an den besten verfügbaren Wissensbeständen ausrichten. Und dieses beste verfügbare Wissen kann ja eigentlich nur von der Wissenschaft tatsächlich auch zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine ganz besondere Verantwortung dafür, ihre Erkenntnisse für einen breiten Kreis verständlich zu kommunizieren, sodass die Gesellschaft ihn eben halt auch aufnehmen kann. Dabei sind jedoch vor allem auch die Schwierigkeiten zu beachten, die ich eben in meiner ersten These genannt habe, nämlich die Zuordnung von Wissenschaft zu elitären Kreisen und auch das veränderte Kommunikationsverhalten, was wir sicherlich morgen auch nochmal diskutieren werden. Damit komme ich zu meiner dritten These, die lautet: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich für die Kommunikation von Forschungsergebnissen persönlich einsetzen und müssen dabei aber auf unterstützende Strukturen zurückgreifen können, die auch über die Wissenschaft hinausgehen. Und damit komme ich zu dem Punkt, der heute die vorherige Diskussion, so glaube ich, sehr gut ergänzt, indem wir vielleicht auch darüber diskutieren, was wir aus der Wissenschaft heraus tun können und wie wir uns organisieren sollen, um dieses Problem tatsächlich auch aufzugreifen. Eine gelungene Wissenschaftskommunikation kann sich nicht nur auf die reine Vermittlung von Informationen beschränken. Da sind wir uns alle einig, das haben wir vorhin auch so diskutiert. Aufgrund der starken Wissensasymmetrie zwischen Expertinnen und Experten und Laien ist es für Laien eben halt oft sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die Stichhaltigkeit von Argumenten oder verschiedenen Positionen der Experten zu beurteilen und Expertinnen. Studien haben sogar gezeigt, dass Vertreter obskurer Positionen, diese oft noch vehementer vertreten, nachdem sie mit widersprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert worden sind. Wie gesagt, wenn du nicht meiner Meinung bist, sagst du nicht die Wahrheit. Ich zitiere diesen Satz nochmal. Von großer Bedeutung in diesem Meinungsbildungsprozess ist es vor allem deswegen, die Vertrauenswürdigkeit der Informationen über wissenschaftliche Erkenntnisse zu stärken und die Frage zu klären, wer soll das organisieren? Sollen wir das innerhalb der Wissenschaft organisieren oder soll das außerhalb organisiert werden? Was ist hier der richtige Ansatz? Wir glauben, der Wissenschaftsrat und auch die Kollegen, mit denen wir diskutiert haben, dass es wichtig ist, es innerhalb der Wissenschaft selbst zu tun. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang von Regeln guter wissenschaftlicher Transferpraxis,
von denen wir glauben, dass sie auf institutioneller Ebene innerhalb der einzelnen Institutionen verankert werden sollen. Und wir halten sie vor diesem Hintergrund auch für enorm wichtig. So fordert es der Wissenschaftsrat auch in einem seiner letzten Positionspapiere zum Wissenschafts- und Technologietransfer. Und dazu gehören eben halt auch Regeln guter wissenschaftlicher Kommunikation. Was ist hier richtig? Was für Standard? Standards wollen wir genügen? Wie wollen wir sie festlegen? Und leben wir sie dann auch, wenn wir sie etabliert haben? Und es gehört eben halt auch die gute Politikberatung dazu auf institutioneller Ebene. Und dieser Prozess muss dann natürlich, und das ist ganz wichtig, mit den Kolleginnen und Kollegen in einer Institution gemeinsam etabliert werden und dann eben halt auch auf dieser Ebene gelebt und runtergebrochen werden. Das Wissenschaftsbarometer zeigt, ich zitiere es nochmal, nicht hinter der Forschung stehende Erkenntnisinteresse, sondern die Unabhängigkeit von politischem und wissenschaftlichem Interesse steht im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses und wird bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am stärksten angezweifelt. Umso wichtiger ist es, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich zu diesen Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und vor allem auch guter wissenschaftlicher Transferpraxis bekennen, diese Regeln dann aber auch einhalten, ihre Bedeutung glaubhaft kommunizieren und bereits auch damit anfangen, sie in der Lehre an die Studierenden zu vermitteln und mit ihnen über solche Dinge zu diskutieren. Das ist dann gelebte Integrität. Doch auch andere außerwissenschaftliche Akteure können und sollen ihren Beitrag dazu leisten, das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Dazu gehören Akteure aus Politik und Wissenschaft, aber auch aus Stiftungen und natürlich aus den Medien, die morgen noch mal diskutiert werden. Sie alle können nicht nur den Fluch, sondern auch den Zauber der Wissenschaft, und den wir alle leben und von dem wir alle begeistert sind, mit in die Gesellschaft tragen und zu einem sachgerechten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und somit auch zu einer Stärkung des Vertrauensverhältnisses ganz wesentlich beitragen. Aber dazu, zu den Medien, werden wir morgen ja noch berufene Stimmen hören. Ich beschränke mich deswegen auf diese drei, vielleicht auch etwas zugespitzten Thesen und bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Brockmeier, für diese, wie Sie sagen, zugespitzten Thesen, auf die man gleich eigentlich reagieren möchte und gleich losdiskutieren möchte. Das sparen wir uns noch so für die nächsten 10 Minuten und lassen Ihren Impuls erstmal so stehen und nehmen einen zweiten dazu. Der kommt von Professor Dr. Wolfgang Schön, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, und er ist auch Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch er ist einer, der wissenschaftspolitisch schon lange engagiert ist. Er war unter anderem auch Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft und ist in verschiedenen Kuratorien und Boards von Forschungseinrichtungen. Herr Schön, auch für Sie die Aufgabe, in ein paar Minuten ein kompliziertes Thema, durchaus auch zugespitzt, ich glaube, das können wir uns schon erlauben, an der Stelle zu behandeln. Sie haben das Wort. Sehr herzlicher Dank, Herr Biada. Meine Damen und Herren, dass wir hier sprechen können über Wissenschaft und Gesellschaft, dafür danke auch ich den Organisatoren, Ihnen, lieber Herr Krull, stellvertretend für diejenigen, die den heutigen Tag möglich gemacht haben. Und um Sprechen geht es ja schon in der Überschrift, nämlich, was haben sich Wissenschaft und Gesellschaft noch zu sagen? Wenn man sich etwas zu sagen haben will, das weiß man aus persönlichen Partnerschaften und beruflichen Zusammenhängen, sollte man etwas gemeinsam haben. Und zwar gemeinsam ein Interesse an dem, worüber gesprochen werden soll. Das sollte, wenn Wissenschaft und Gesellschaft aufeinandertreffen, ein Erkenntnisinteresse sein. Die Praxis, die Politik, der Bürger, die Zivilgesellschaft sollten etwas wissen wollen. Und die Wissenschaft sollte genau dasselbe wissen wollen und vielleicht auch dabei helfen können, dieses Erkenntnisinteresse zu befriedigen. Und an der Stelle ist das Wissen wollen über die Realität die tiefe Gemeinsamkeit, die Wissenschaft und Gesellschaft hier haben müssten. Das Wort Realität ist ja in der vorherigen Diskussionsrunde schon so ein bisschen ins Schleudern gekommen, aber aller konstruktivistischen, wissenschaftstheoretischen, relativierenden Fragen zum Trotz wird auch im Bereich des Klimawandels die entscheidende Frage sein, ob wir eine Gesellschaft haben, die wirklich etwas über die anthropogenen Ursachen von Klimaveränderungen erfahren will oder nicht und ob die Wissenschaft dem auch nachstrebt.
Ein wenig muss man auch kritisch mit der Wissenschaft umgehen. Ausschließlich den Realitätsbezug, ausschließlich das reine Erkenntnisinteresse gibt es natürlich auch dort nicht. Und man erlebt, würde ich sagen, über die Zeit hinweg auch immer mehr Wissenschaft, die sich in isolierten Reputationszirkeln, Karrierepfaden oder sonst selbstreferenziellen Systemen ergeht und vielleicht dann auch das Interesse hier und da verloren hat, nicht nur der Öffentlichkeit etwas mitzuteilen, sondern die Realität, die ja so relativiert worden ist, noch hart in den Blick zu nehmen. Und wir haben demgegenüber ein Publikum, bei dem man aufpassen muss, wie weit es ideologisch agiert, wie weit es instrumentalisiert. Und ich möchte daher Aufgaben formulieren, sowohl an die Wissenschaft als auch die Gesellschaft, wie damit umzugehen ist. Zunächst einmal, was die Wissenschaft angeht. Es gibt interessanterweise in der gesamten Diskussion über Wissenschaft und Gesellschaft einen Punkt, der fast nicht angesprochen wird. Nämlich, dass wir bei einer Akademisierung von 40% der Bevölkerung auch in einer Situation sind, in der 40% der Menschen in Deutschland den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin vor allem als Lehrer, als akademischen Lehrer für einige Jahre ihres Lebens erleben. Und ich würde die These wagen, dass in diesen Jahren auch langfristig ein Bild von Wissenschaft geprägt wird. Wenn das von einem hohen intellektuellen und ethischen Anspruch geprägt wird, dann mag sich das auch in Folgejahren durchsetzen. Wer hingegen wissenschaftliche Lehrmeister als desinteressiert erlebt oder als überspezialisiert und auch politisch wenig wach, der wird sich auch das merken. Das Zweite ist die Bereitschaft zur Kommunikation in der Öffentlichkeit. Eine Bereitschaft, über die auch heute schon mehrfach gesprochen worden ist. Nun ist nicht jeder Wissenschaftler ein genialer Kommunikator, auch nicht jeder Wissenschaftler sieht es als seine Aufgabe an, an die Öffentlichkeit zu treten. Aber ich würde doch auch die Behauptung wagen, dass ein Wissenschaftler sehen muss, wann sein Thema es erfordert, sich zu äußern. Wer 20 Jahre über Syrien forscht, mag das in Zweckfreiheit tun. Aber wenn dann dort der Bürgerkrieg ausbricht und die Migrantenwelle rollt, dann ist es vielleicht auch ein Anspruch der Öffentlichkeit, von den Fachleuten erfahren zu dürfen, wie sie das einschätzen oder, wie eine Kollegin mal gesagt hat, wie viele Anglisten äußern sich denn zum Brexit? Dafür können die Wissenschaftsorganisationen auch einiges bereitstellen und die Universitäten, die DFG mit dem Kommunikatorpreis, wir haben ja gleich einen Preisträger bei uns auf dem Podium mit Herrn Zick, mit Wissenschaft im Dialog, mit Plattformen aller Art. Aber wenn der einzelne Wissenschaftler und die einzelne Wissenschaftlerin es nicht im Kern als eigene Aufgabe an und ernst nimmt, das, was sie zu aktuellen Fragen aufgrund ihrer Grundlagenforschung beitragen zu können, der Wissenschaftsjournalist und der Mitarbeiter in der Pressestelle kann es nicht allein. Was muss die Gesellschaft tun? Die Gesellschaft muss zunächst mal die Wissenschaft als das ernst nehmen oder in dem ernst nehmen, was sie liefern kann, nämlich Wissen. Mit allen Vorbehalten der Falsifizierbarkeit, der Relativierbarkeit, der Konstruktion muss es das geben und die Wissenschaft nicht nur als Interessengruppe ihrer selbst oder bestimmter Financiers wahrzunehmen. Für mich persönlich war es eines der schockierendsten Erlebnisse, vor 10 Jahren vor einem Bundestagsausschuss als Experte aufgetreten zu sein und von einem Kollegen, nicht von einem Politiker, mit der Frage begrüßt worden zu sein, für wen sind Sie denn hier? Wenn es die Politik formuliert hätte, hätte es mir ja noch ein wenig, ich will nicht sagen eingeleuchtet, aber ich hätte damit gerechnet. Aber die Wahrnehmung ist schon die, dass auch Wissenschaftler mit ihrer Expertise zunehmend als Vertreter bestimmter Richtungen, und zwar nicht wissenschaftlicher Schulen, sondern als Interessengruppen, und jetzt meine ich nicht wissenschaftspolitischer Interessengruppen, sondern bestimmter Industrien, Lebensbilder, Wirtschaftsmodelle oder in meinem Fach rechtlicher Interessen identifiziert werden. Also Gesellschaft muss Wissenschaft ernst nehmen, sie muss dann auch die Komplexität akzeptieren, die in der Wissenschaft steckt und sie muss die Unsicherheit akzeptieren, die in der Wissenschaft steckt. Und ich würde Frau Oreskes darin zustimmen, dass eine entscheidende Vermittlungsleistung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft auch darin bestehen muss, zu zeigen, wo die Grenzen liegen zwischen dem, was nun wirklich als relativ sicher mit allen Vorbehalten anerkannt ist und dem, wo wirkliche Unsicherheiten bestehen. Und da muss die Wissenschaft sehr, sehr ethisch sein, darf auch nicht, wie sie in ihrem Vortrag gesagt hat, Ansprüche formulieren, die sie nicht einlösen kann.
Wo sind die Grenzen dessen, was die Wissenschaft tun kann in diesem Dialog und die Grenzen, was die Gesellschaft verlangen oder selber tun kann? Die Grenzen der Wissenschaft ist der schnelle Sprung in die Normativität. Ich habe etwas erkannt, daher weiß ich auch, wie es sein sollte und sein müsste. Das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft sich aus der Politikberatung heraushalten soll. Sie kann auch Vorschläge machen, aber sie sollte das in Form von Alternativen, von Wenn-Dann-Aussagen machen. Sie sollte sich nicht zum Champion einer ganz bestimmten politischen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen, forschungspolitischen, umweltpolitischen Richtung machen. Weit entfernt sind wir, glaube ich, in Deutschland von Scientokratie, also die Vorstellung einer Expertenherrschaft, wie sie gerade jetzt als Gegenbild zum Populismus formuliert worden ist. Droht zwar nicht eher ein Rückfall in Selbstzweckhaftigkeit, in den Elfenbeinturm, in den Rückzug. Und daher muss auch die Wissenschaft, wenn sie mit der Gesellschaft im Dialog steht, zwar nicht die Gesellschaft als in jeder Hinsicht methodisch gleichwertig in ihren Erkenntnismöglichkeiten ansehen, aber in der Ernsthaftigkeit des Fragens, in der Ernsthaftigkeit der Fragen, die die Gesellschaft an die Wissenschaft richtet, muss sie sie ernst nehmen. Wo sind die Grenzen der Gesellschaft? Sie kann nicht die Reduktion von Komplexität verlangen. Sie kann nicht ohne weiteres Forschungsziele unter komplex definieren. Daraus werden viel zu schnell Nahziele. Wenn ich noch einmal das Beispiel des Syrien-Forschers nehmen darf. Natürlich würde man, wer sagen wir, in den 1990ern als junger Wissenschaftler oder junge Wissenschaftlerin sagte, ich will über den arabischen Raum forschen, über seine Geschichte, seine Politik, seine Entwicklung, dann hätte das damals keine politische Unterstützung gehabt. Aber wenn dann die Erkenntnis kommt und wenn die Situation kommt, dann muss man sich auch damit auseinandersetzen. Und letztlich muss Wissenschaft als Freiheitsraum akzeptiert werden. Der Präsident der DFG, Herr Strohschneider, hat kürzlich mal im Gespräch gesagt, die sich entwickelnden autoritären oder diktatorischen Regime, ob es nun, wir es nun in einigen östlichen Staaten Europas erleben, ob wir es in China jetzt mit großer Macht auf dem aktuellen Parteitag erleben oder andernorts, die nehmen sich die großen Freiheitsbereiche vor, in denen Objektivität und Alternativität der Gedanken herrscht, nämlich die Wissenschaft, die Medien und die Justiz. Das sind immer die ersten Targets. Dort werden die Freiheitsräume beschnitten. Und daher ist dieser Freiheitsraum auch etwas, was institutionell zu schützen ist. Dieser Freiheitsraum ist nicht einfach Spielwiese und er ist auch nicht einfach ein elitistischer Zirkel, aber er wird benötigt, um diese intellektuelle Freiheit auch als gesellschaftlichen Wert zu erhalten. Wie weit darf die Gesellschaft der Wissenschaft ihre Ziele, ihre Forschungsfragen vorgeben? Wie weit sind zivilgesellschaftliche Organisationen hier aufgefordert? Nun, die Vielfalt muss es zeigen. Wir haben in Deutschland von der nahezu zweckfreien Grundlagenforschung bis zur sehr nahzielorientierten Programmforschung die ganze Bandbreite. Und bei dieser Bandbreite sollte es auch bleiben. Die Bürgerbeteiligung, die Citizen Science, die ja auch ein bisschen Thema des heutigen Nachmittags ist, muss darunter nicht leiden, aber eher im Sinne einer freiwilligen Kooperation, einer Öffnung auch der wissenschaftlichen Zirkel, aber immer da, wo das Erkenntnisziel im Vordergrund steht und nicht die soziale Aktivität. Vor diesem Hintergrund war es eine gute Sache, dass sich im March for Science Bürger und Wissenschaftler zusammengefunden haben, um die Freiheit der Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen. Aber bei Frau Brockmeier habe ich es auch rausgehört, ein bisschen ambivalent ist das ja schon, weil die Wissenschaft im Grunde individualistisch strukturiert ist, weil sie skeptisch strukturiert ist, weil sie eben nicht plakativ ist und daher nicht gerne Plakate hochhält. Insofern, es war schon nötig, in der Situation kraftvoll und skeptisch zugleich aufzutreten. Vielleicht, Herr Viada, darf ich mit einem Zitat schließen. Ich möchte den syrischen Taxifahrer zitieren, der mich hierher gefahren hat. Auf meine Frage, zu was für einer Tagung ich denn führe, habe ich gesagt, Wissenschaft und Gesellschaft. Seine Antwort war, das hat gar keinen Zweck. Und dann habe ich gefragt, wieso? Und seine erste Antwort war, die jungen Leute wollen doch nur Selfies machen. Denen ist alles viel zu langsam, was sie tun. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir das noch mal erklären? Und sein Satz war, und den zitiere ich jetzt ganz wörtlich, Wissenschaft und Gesellschaft können nur dann zusammenkommen, wenn es Geduld gibt und wenn es Toleranz gibt.
Und beides gibt es immer weniger. Ich kann nur sagen, solange wir solche Taxifahrer noch haben, ist mir nicht bange um dieses Land. Herzlichen Dank, Herr Schön. Sie bleiben gleich vorne. Ich darf Frau Brockmeier auch dann dazu bitten. Und außerdem begrüßen Sie mit mir für die Diskussion Joachim Knuth, Claudio Paganini und Professor Dr. Andreas Zick. Bitte schön. Vielleicht hätten wir den Taxifahrer auch noch mit aufs Podium einladen sollen. Das hätte vielleicht der Runde auch noch ganz gut getan, aber wir versuchen es auch so. Ja, ich denke, wir haben jetzt wirklich viel Food for Thought bekommen und werden jetzt gleich schauen, wo uns das hinführt. Ich darf Ihnen nacheinander jetzt meine weiteren Gesprächspartner vorstellen. Ich fange von mir aus gesehen links an. Herr Knuth, Sie sind Hörfunkdirektor des NDR in Hamburg. Sie haben politische Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Geschichte an der LMU in München studiert. Und wenn man das so hört, dann weiß man immer schon, da gibt es noch was Zweites. Diplomstudiengang Journalistik war das vermutlich damals. Das sagt man dann immer nicht so gerne. Das hat bei mir genauso gewesen. Sie sind auch an der Deutschen Journalistenschule gewesen in München. Wir Journalisten, Herr Knuth, sind ja eigentlich, heißt es dann, immer besondere Experten, wenn es um den Austausch mit der Gesellschaft geht. Aber von all dem, was wir heute bislang gehört haben, sind wir es vielleicht doch nicht, wenn man überlegt, wie die Medien in den vergangenen Monaten auch ja, gescholten worden sind. Auch wie wir zuletzt gehört haben, Stichwort Talkshows und so weiter. Haben die Medien versagt? Versagen die Medien aktuell weiter, Herr Knuth? Das ist ja ein gern gegriffenes Argument. Wenn die Dinge nicht zum Besten stehen, die Medien sind schuld. Aber vielleicht stimmt es ja auch. Ja, genau, das will ich beleuchten. Ich glaube, dass wir uns zwei Dinge klar machen müssen. Erstens, wenn bisher liberal organisierte Gesellschaften in eine Phase zunehmenden autoritären Gebarens abgleiten, dann sind immer drei Dinge besonders gefährdet. Die unabhängige Rechtsprechung, die freien Medien und die Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Das sind drei ganz wesentliche Dinge. Und das sind Bestimmungsmerkmale, die man in Polen, in Ungarn, wo immer sie hinschauen, eigentlich als inzwischen gegeben nehmen kann. Deshalb glaube ich, dass wir in viel höherem Maße in einem Boot sitzen, als wir es annehmen. Denn in dem Maße, in dem Wissenschaft Gesellschaft braucht, brauchen Medien als ein Teil, als eine Unterstruktur von Gesellschaft, auch Wissenschaft. Weil Wissenschaft ist in hohem Maße auch ein Mittel gegen zu große Simplifizierung. Solcher Simplifizierung bemächtigen sich in hohem Maße Populisten. Und wenn wir uns die ARD in ihrer ganzen Schönheit anschauen, dann ist sie ja viel mehr als die drei wöchentlichen Talkshows im Ersten. Ich bin verantwortlich für Programme, in denen es keinen Tag gibt, an dem nicht irgendein Wissenschaftler zu irgendeinem Thema vorkommt. Und wir machen das gerne, weil es für uns auch eine Glaubwürdigkeitssteigerung ist. Aber, das will ich hinzufügen, wir haben ein Distinktionsmerkmal verloren. Wir sind nämlich nicht mehr allein auf der Welt, wir die Gatekeeper und die Wissenschaftler. Wir haben inzwischen direkte Form über soziale Medien. Und ich glaube, darüber müssen wir heute auch reden. Denn Kommunikation verändert sich in dramatischer Weise. Darüber werden wir sprechen. Jetzt führe ich Sie eben noch ein bisschen in Versuchung ganz kurz. Die Kritik an Maischberger und Co., ist die berechtigt? Nein. Die ist nicht berechtigt. Ich wundere mich jetzt nicht, dass Sie nein, das sagen. Nein, ich will Ihnen das sagen. Wenn Sie mit einem Thema unterwegs sind und Sie stellen nach 10 Minuten fest, dass alle 4 Diskutanten ein und derselben Meinung sind, dann wird mindestens die Hälfte der Menschen abschalten. Wir leben in einem Land, in dem eine Form von organisierter Pluralität existiert, die auch von der Kontroverse und Auseinandersetzung lebt. Und ich finde, wenn man Vertrauen in das bessere Argument, die schärfere Klinge hat, dann muss man darauf vertrauen, dass sich in solchen Runden am Ende nicht Populisten durchsetzen. Ein letzter Satz, auch wir sind ja gebeten, hier nicht zu homogen zu agieren. Herr Zick, das mit dem Vertrauen auf das richtige Argument, das ist ja etwas, was Sie auch durchaus mitbringen müssen. Ich sage erstmal, wer Sie sind, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung. Sie leiten das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Sie haben Studien durchgeführt zu den Ursachen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sie prägen damit auch durchaus die Debatten über Migration und Rechtsextremismus. So. Und zu Ihren, ich sag mal, Hobbys in Anführungszeichen gehört auch, dass Sie gern mal in ostdeutsche Gasthöfe gehen und dort das Gespräch mit Rechtsradikalen auch führen. Da muss man auch in seine Argumente vertrauen, oder?
Ja, was heißt Argumente? Also, wir gehen da ja... Ja, wenn man darüber diskutieren kann. Die im Übrigen werden auch viel gebildeter. In allen, die Rechtsradikalen werden gebildeter. In allen Bereichen, in denen wir sind, im Bereich Konflikt, Gewalt. Und jetzt kommt, wir haben es ja gerade gehört, der Grad der Akademisierung nimmt zu. Und die Wissenschaft wundert sich, dass auf einmal der Populismus so gebildet daherkommt. Also das darf nicht wahr sein. Und natürlich gehen wir da rein. Es wird wahnsinnig schwierig. Im Moment machen die sehr zu, weil wir haben Bereiche der Sicherheitsforschung und wir haben einen Populismus-Effekt. Das heißt, der Rechtspopulismus sagt ja, ihr dürft niemandem mehr trauen. Und das, was wir machen in der Forschung, wenn wir ein Projekt haben, sei es von VW oder der DFG oder von Stiftung oder was auch immer ist, wir sind darauf angewiesen, dass wir Interviews durchführen. Wir wollen die Leute mit ihnen überhaupt reden, sozusagen. Wir wollen es verstehen. Und ich muss dann immer erst anfangen und muss dann denen, die wir interviewen, sagen, passt mal auf, uns könnt ihr noch gerade so vertrauen, weil wir schlichtweg euch erstmal verstehen wollen. Bis auf den Punkt, wo ihr anfangt, Gewalt zu billigen oder zu legitimieren. Das ist immer gut gelaufen. Jetzt aber, ist da manchmal Selbstverleugnung drin? Nein, wieso? Also das jetzt bitte, das haben wir doch gelernt. Ich meine, das lernt man an einer Universität, wenn man gute Methoden lernt, dann lernt man auch, das mag im Journalismus anders sein, das genauso. Dann lernt man mit einer wissenschaftlichen Distanz auch an bestimmten Stellen zu sagen, diese Frage werde ich nicht stellen, ich werde dieses kommentieren. Das heißt, natürlich sind wir mit Menschen, ich bin auch morgen wieder in einer Region, wo es hart zugeht. Und wenn wir Interviews durchführen, das sind die Standards der qualitativen Methoden oder der quantitativen Methoden bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich sage Extremisten auch, dass ich sie für Extremisten halte, aber dass ich das trotzdem verstehen will. Mhm. Und wenn das nicht eingehalten wird, also dieses, ne, das Kriterium der Gewalt, wenn ich betrogen wäre und merke, ich werde jetzt hier gerade betrogen, die erzählen mir irgendeinen Mist, dann sage ich das sehr deutlich. Aber das lernen wir eigentlich und wir sind in dem Bereich der sozialwissenschaftlichen Methoden doch ziemlich weit gekommen. Mhm. Das gehört zur Grundausbildung. Das vermisse ich in der Ausbildung sehr, dass wir eigentlich in einer forschenden Gesellschaft angekommen sind. Aber ich merke bei der Modularisierung des Studiums, dass wir die Studierenden zu wenig selbst zu Forschenden, zu aktiv Forschenden machen. Das ärgert mich maßlos. Das ärgert mich tatsächlich maßlos. Wir müssen die Menschen besser ausbilden, forschende Menschen zu sein. Und bei der ganzen Diskussion, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir von Gesellschaft und Wissenschaft reden, ich bin groß geworden mit so der Idee, dass Menschen haben ein Grundbedürfnis, was bisher noch nicht genannt worden ist, was uns aber mit Gesellschaft verbindet, wenn das denn zwei Dinge sind. Also das finde ich auch komisch, dass wir über zwei Dinge reden. Ich bin auch Steuerzahler. Und ich habe einen Auftrag auch, und das, was wir tun, ist auch von Gesellschaft her legitimiert. Ich bin Teil der Gesellschaft. Aber Menschen wollen verstehen. Sie haben ein Grundbedürfnis zu verstehen. Halten wir es an der Stelle erstmal fest. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da können wir nachher anknüpfen an das, was Herr Schön sagte. Wissenschaft oder Gesellschaft muss auch die Komplexität von Wissenschaft akzeptieren, haben Sie, glaube ich, gesagt. Das widersprach auch ein klein bisschen dem, was Frau Brockmeier, glaube ich, gesagt hat. Werden wir gleich nochmal schauen. Sie sagt, nein, es widerspricht nicht dem. Auf jeden Fall ist es so, dass ich spannend fand, dass Sie auch gesagt haben, die Studierenden müssen wir dazu bekommen, dass sie aktiver sind, dass sie auch fragend sind. Und jetzt sitzt da ja jemand, der einer von den aktiven ehemaligen Studierenden ist, der jetzt Promovierender ist. Herr Paganini, Sie sind Doktorand am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam, promovieren in mathematischer Physik. Das ist auch schon so ein Thema, wo man fragt, wie man das dann sozusagen vermittelt. Da können wir vielleicht später drüber sprechen. Im Frühjahr haben Sie sich im Organisationsteam des Berliner March for Science engagiert. Hatten Sie da überhaupt noch Zeit zum Promovieren nebenher? Nein. Also bei mir hat sicher 2 Monate voll mehr oder weniger gefressen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich jetzt eigentlich einklinken wollte. Vorher kam die Frage, ja, was haben sich Wissenschaft und Gesellschaft noch zu sagen? Ja, aber was ist denn Gesellschaft? Aber die Frage, die wir uns auch stellen müssen, ist, was ist denn Wissenschaft? Und der Großteil des wissenschaftlich aktiven Personals sind nun mal nicht Professoren, sondern die meiste wissenschaftliche Arbeit wird von Doktoranden und Postdocs geleitet. Nun, der Punkt ist, Sie können auch applaudieren, wenn Sie wollen. Ja? Also, das ist in Ordnung. Für
für diese Gruppierung, vorher kam die Aussage, ja, es muss, die Kommunikation muss intrinsische Motivation der Wissenschaftler sein. Aber das System honoriert das gar nicht. Also für Doktoranden, Postdocs gibt es kaum Incentives im System, um sich aktiv in die Kommunikation einzubringen. Denn es geht schlussendlich, es sind alles limitierte Stellen. Man muss sich schauen, wie man die nächste Stelle kriegt. Stellen werden vergeben aufgrund von Papers. That's it. Und jede Zeit, die ich in die Kommunikation investiere, schreibe ich weniger Papers. Naja, Stellen sind begrenzt. Das war also strategisch nicht schlau von Ihnen, was Sie im Frühjahr gemacht haben. Ja, war nicht sehr clever, nein. Aber Sie haben es nicht bereut bislang. Nein, ich finde es einfach so wichtig. Ich habe es einfach so wichtig gefunden, dass es halt für mich an erster Stelle kam und schauen wir, wie es mit der Karriere wird. Also Ende Jahr gibt mir das Geld aus und ich werde wahrscheinlich noch nicht fertig sein entsprechend. Wir haben ja viele Leute von Max Planck hier sitzen, die haben das jetzt gehört, glaube ich. Immerhin haben Sie es mit dem March for Science schon auf die Website der Max-Planck-Gesellschaft geschafft, mit einem Interview. Also zumindest scheint es an der Stelle eine gewisse Anerkennung gegeben zu haben. Frau Brockmeier, Sie haben das vorhin so schön gesagt, die Wissenschaft muss ihre Verantwortung wahrnehmen, sie muss auch anders sprechen, sie muss auch das, was sie tun, an eine breite Öffentlichkeit vermitteln. Und jetzt sagt Herr Paganini gerade, das zahlt sich überhaupt nicht aus. Ist da nicht ganz schön viel Scheinheiligkeit in der Diskussion unterwegs? Viele, die auf Podien sitzen, wie wir jetzt sitzen und sagen, ja, die Wissenschaft muss sich öffnen und pipapo und dann machen sie in den Gremien weiter wie vorher? Ja, vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, jetzt auch nochmal auf diesen Punkt zu antworten. Und ich würde vielleicht auch diese andere Frage mit der Komplexität, die Sie vorhin aufgeworfen haben, mit einbeziehen in meine Antwort. Ich bin mit Herrn Schön der Meinung, dass es eine gewisse Komplexität in der Wissenschaft gibt. Und ich hatte das beschrieben mit Experten und Laien. Ich glaube, dass man sich aufeinander zubewegen kann, aber diese Informationsasymmetrie, wie wir sie so schön bezeichnen, wird sich nicht aufheben lassen. Ich glaube, wenn wir denken, dass wir in diese Richtung irgendwann gehen können, dann machen wir uns etwas vor. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Vertrauen da ist. Also gerade vor dem Hintergrund sind diese Maßnahmen, die dazu führen, nämlich Vertrauen der Laien in die Expertinnen und Experten in irgendeiner Form zu beflügeln, zu stärken, weiterzubilden, sind deswegen auch von ganz großer Bedeutung. Deswegen stehe ich auch nicht im Gegensatz zu dem, was Herr Schön gesagt hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, eine gewisse Komplexität muss einfach erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz sind wir aufgefordert, in einer Art und Weise zu kommunizieren, die zumindest eine Möglichkeit gibt, mit diesem Thema eine Akzeptanz auch in der Wissenschaft, in der Gesellschaft zu bekommen und sie so darzustellen. Darüber haben wir heute Morgen aber schon gesprochen. Das ist gesprochen. Hier fröhlich sowohl als auch Antwort. Mhm. Also zu sagen, auf der einen Seite, man muss die Komplexität erhalten, auf der anderen Seite müssen die Leute uns auch verstehen. Geht denn beides zusammen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man die Komplexität erhalten soll. Man kann gar nicht anders, als diese Komplexität zu erhalten, weil sie nicht ein jahrelanges Studium von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen so weit herunterbrechen können, dass ein Laie auf ihrem Niveau mit ihnen spricht. Also insofern ist eine gewisse Annäherung der Wissenschaftskommunikation auch nötig. Und damit komme ich dann zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben. Transfer ist das Stichwort in diesem Zusammenhang. Und ich bin ganz sicher bei Herrn Paganini, wenn er sagt und wenn Sie sagen, dass wir keine wirkliche Bewertung vor derartiger Leistung in den Institutionen und in der Wissenschaft haben. Das Papier, was wir dazu geschrieben haben im Wissenschaftsrat, spießt das ja auch so ein bisschen auf und sagt, wenn ihr euch da engagiert, dann ist das etwas Wichtiges, aber es wird in dem Sinne nicht honoriert. Das ist haben, auch keines der meistrezipierten Papiere des Wissenschaftsrats gewesen, komischerweise. Schade eigentlich, ne? Woran liegt das? Also genau diese Transferaufgabe, es ist aber sehr, sehr oft runtergeladen worden. Wir fliegen ja so ein bisschen diese Zahlen und insofern scheint doch ein sehr großes Interesse in der Form gewesen zu sein, dass man es liest. Das ist eines der am meisten heruntergeladenen Papiere in den letzten Jahren überhaupt. Und in dem Papier geht es auch darum, darüber nachzudenken, wie wir
haben wir ja schon lange gemacht, 2011 eines der großen Papiere des Wissenschaftsrates, wie wissenschaftliche Leistung bewertet wird. Und Sie haben es angesprochen, es sind Publikationen, es sind Drittmittel und das Engagement, was hier zum Beispiel von Ihnen jetzt stattfindet, wird oft in dieser Form nicht anerkannt. Das Papier wirbt sehr stark dafür, das auf eine andere Ebene zu heben. Wenn Sie das als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Ihrer Organisation machen, hat das vielleicht zunächst auch mal gar nicht diese Aufmerksamkeit in Ihrer Institution selbst. Wichtig wäre doch vielmehr, dass die Institution sich selbst dazu bekennt. Wenn wir Politikberatung machen und uns mit dem Transfer auseinandersetzen, dann müssen wir auch einen Freiraum dafür geben. Sie haben nur 24 Stunden am Tag und nicht mal die, wenn Sie arbeiten. Wenn Sie einen Teil dafür verwenden, geht der nicht mehr in die Forschung. Ganz klar. Interessant, dass Sie an der Stelle so appellieren müssen, während wenn es darum geht, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren sollen, da brauchen Sie nicht so appellieren. Herr Zick. Also ich mache das ja, weil ich leite ein Institut und das ist genauso, wie Sie sagen. Ich kann keine Garantie geben, dass die Verträge lange laufen. Das kann ich nicht. Wir kämpfen um Drittmittel und. Das ist alles unser Alltag. Und jetzt kann ich den Alltag immer wieder bejammern und davon ändert sich auch nichts. Ja, das bestärkt nur Populisten, die sagen, seht ihr, habt recht. Aber, und das habe ich jetzt gelernt in meinem Institut, nachdem der Preis kam. Der Preis war ziemlich cool. Ich glaube, das war das Beste, was mir je passiert ist, nach dem Seepferdchen. Weil das habe ich im Alter von 51 Jahren gemacht. Das muss man auch mal bringen. Ja? Durch einen Zufall. Weil ein Schwimmmeister, nicht ein Taxifahrer, gesagt hat, haben Sie denn ein Seepferdchen? Der wollte Geld verdienen. Die Schwimmhallen leiden unter Geldmangel und so. Der ist rumgegangen und hat gesagt, so, das hat... Weiß ich gar nicht mehr, wie viel gekostet hat, 20 Euro oder so. Nein, ich mache jetzt ein bisschen Spaß, aber was ich gelernt habe durch die Diskussion, die sagen bei uns im Institut Konflikt, Gewalt. Wir leben in einer Gesellschaft und da müssen wir echt aufpassen, die ist schon sehr angespannt und die erreicht auch die Wissenschaft. Und sie erreicht die Wissenschaft mit einer Wucht, dass ich denke manchmal, oh, wir sitzen aber noch relativ entspannt hier, weil es entwickeln sich Paralleluniversen. Beim Klimawandel kriege ich mittlerweile aus dem Bereich von Populismus Websites geschickt. Ich kann die nicht mehr unterscheiden. Mir fällt das schwer. Die sind gut gemacht. Im Bereich des Journalismus haben wir Websites. Die sind schon ziemlich gut gemacht. Das wird immer professioneller, immer besser. Und bei uns ist es natürlich spürbar im Bereich der Konfliktgewaltforschung, weil ich habe nicht einen einzigen Tag ohne eine Anfrage von außen. Wir brauchen Erklärung. Und zwar der nicht aus der Wissenschaft kommt. Und in dem Moment diskutiere ich immer wieder, kann mal jemand anderes bitte ein Interview durchführen oder an die Medien gehen, als immer nur der Zick. Ich habe keinen Bock da drauf, ich will jetzt die nachkommende Generation sehen. Ich habe ja einen Preis, jetzt seid ihr dran. Und in dem Moment habe ich gemerkt, es ist tatsächlich etwas, was uns allen helfen würde. Und dieses ist die entscheidende Frage, gehört die Kommunikation von Wissenschaft zu der Identität der Wissenschaft selbst. Und die haben gewartet, bis ich gesagt habe, ja, es gehört zum Teil meines Instituts, dass wir Wissen weitervermitteln. Gehört es auch zur Identität des Wissenschaftlers? Es gehört zur Identität eines Wissenschaftlers, wenn er oder sie der Meinung ist, dass er oder sie eine bestimmte Form von Gesellschaft braucht, um gute Wissenschaft zu betreiben. Die Gesellschaft rennt der Wissenschaft nicht mehr hinterher. Also wenn wir aber der Meinung sind, dass Forschung, und mich treibt das um, weil Gewalt-Konfliktforschung ist nicht einfacher geworden, sie ist schwieriger geworden. Das war früher gemütlicher, obwohl ich da schon ungemütlich fand. Ja, weil das ist anstrengend, in das Feld zu gehen, aber das ist heute noch viel anstrengender. Und da merke ich, und jetzt erreicht es uns, und deswegen sitzen wir doch hier. Wir sitzen doch nicht hier, weil alles so gemütlich ist. Wir sitzen hier, weil wir merken, es gibt in der Gesellschaft, und Sie haben das ja genannt, Bewegungen, die uns verdammt schwer angreifen. Das geht nicht nur um Fake News, das ist eine Irritation. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, Herr Zick, geht es darum, dass wir Sorge um uns selbst haben als Wissenschaftler? Nein, ich glaube, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir nochmal die Frage der Selbstvergewisserung stellen müssen, wo wir fragen, was ist unsere Identität in diesen modernen Zeiten, wo wir auch parallele Wissenschaftswelten haben. Und diese Frage ist ganz entscheidend. Wenn wir also der Meinung sind, dass wir für die Forschung und Wissenschaft eine bestimmte Form der Gesellschaft brauchen, die das ermöglicht,
dann würde ich jetzt auch sagen, March for Science. Mhm. Aber dann bitte genau definieren, was ist denn diese wissenschaftliche Zivilgesellschaft? Mhm. Welche Werte und Normen gehören dazu? Was ist die Identität einer Forschungsgemeinschaft? Und ich weiß, da gibt es Diskussionen. Man merkt, warum Sie Kommunikatorpreisträger geworden sind, Herr Schön. Weil ich zu lange rede oder was? Als Kommunikator müssen Sie 1,30 schaffen. Herr Schön. Also, wir werden das nochmal im DFG-Präsidium besprechen, ob wir nicht auch das Seepferdchen von der DFG ausvergeben sollten. Das hätte dann vielleicht nochmal besonders mit dem Taxifahrer. Aber ich würde 2-3 Dinge ganz gerne sagen. Zunächst mal, Wissenschaft und Kommunikation und die Bereitschaft, über die eigene Wissenschaft auch in der politischen Öffentlichkeit zu kommunizieren, ist wichtig. Aber ich würde es nicht von jedem Wissenschaftler in jeder Lebens- und Ausbildungsphase verlangen. Ich finde es großartig, wenn Herr Paganini sagt, er hat da wirklich mal 2 Monate reingesetzt und vielleicht auch noch mehr, um diesen March for Science mitzuorganisieren. Aber wenn mir ein junger Physiker oder Historiker oder meinethalb auch Jurist oder Ökonom sagen würde, ich will mich jetzt erstmal auf mein Verstehen konzentrieren, ich fühle mich auch unsicher in einer politischen Öffentlichkeit, lass mich doch erstmal meine Sicherheit finden. Und jetzt sage ich bewusst, nicht nur Sicherheit im karrieremäßigen Sinne, sondern auch Sicherheit, ein sich sicher fühlen in der eigenen Materie, bevor man nach draußen geht, dann habe ich da genauso viel Verständnis für. Und da würde ich sagen, okay, deine Lebenssituation ist so, dass du dich darauf konzentrierst, aber bitte in 20 Jahren, wenn du mal deine Professur hast, wenn du dich in deinem Feld auskennst, dann bitte nicht wegducken. Dann bitte auch nach draußen gehen und sich entsprechend äußern. Also Betonung liegt auf erstmal. Erstmal darf er was anderes machen, aber nicht seine ganze Karriere. Aber ich habe ja gesagt, ich finde es gut, wenn Sie es machen. Aber ich würde nicht sagen, ich verlange es. Und ich würde selber, Herr Zick, auch nicht zu meinen Doktoranden gehen und sagen, jetzt mach du doch das Interview zu den steuerpolitischen Fragen. Weil ich weiß, die werden verheizt, die fühlen sich unsicher. Das kann ich nicht bringen. Herr Paganini und dann Frau Brockmeier. Also es ist ja mehr so, also ihr müsst nicht, wäre ja noch, also es ist ja mehr so, ihr könnt nicht, weil wenn ihr es kommuniziert und wenn ihr dann nicht genügend publiziert, dann gibt es halt einfach keine Stellen. Also das Problem ist ja eher von der anderen Seite. Es ist nicht so, dass es ein fehlendes Interesse zwingend nur gibt, sondern es ist einfach, es gibt keine Incentives. Also das Problem ist aus meiner Sicht ein ganz anderes. Und was ich auch noch aufgreifen wollte ein Stück weit ist, also um Vertrauen aufzubauen, funktioniert nichts Besseres als persönliche Kontakte. Die größte Population an wissenschaftlich aktiven Leuten sind die Doktoranden, sind die Postdocs. Und was Frau Scholz vorhin gemeint hat, war, man muss, bevor man die Türen aufmacht, zum Elfenbeinturm drin mal aufräumen. Nun, der Punkt ist, ich habe einige Kollegen, die jetzt Richtung Ende ihres PhDs gehen, die können nicht darauf warten, den Schlüssel an der Tür abzugeben und aus dem Laden rauszukommen. Weil die Arbeitsbedingungen teilweise in den Labors einfach unter aller Sau sind. Und das war jetzt vor kurzem gerade, wurde an der ETH in Zürich, wurden 2 Professoren wegen Mobbing freigestellt. Die erste Reaktion in meinem Umfeld war, was ist da wirklich passiert? Weil niemand wirklich geglaubt hat, dass einfach wegen ein bisschen Mobbing tatsächlich die Schulleitung eingreifen würde. So nach dem Motto, das machen doch alle? Genau, so ein bisschen, okay, das läuft ja an so vielen Orten. Was ist da wirklich passiert, dass die Schulleitung so durchgreift und es waren noch harmlose Maßnahmen? Frau Borgmeier, dann Herr Knuth, dann lassen Sie uns ein bisschen über mögliche Formate auch sprechen, wie wir denn dann auch diesen Dialog auf Augenhöhe führen können. Ich wollte auch noch mal auf das eingehen, was Herr Zick gesagt hat. Also ich glaube, so einseitig, wie Sie es gesagt haben, war es nicht zu verstehen, dass Sie es von jedem erwarten würden. Und in dieser Form, da würde ich Sie auch unterstützen, würde ich auch darüber diskutieren. Ich finde, wir können nicht erwarten, dass jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler tatsächlich auch diese Kommunikation nach draußen vornimmt, ganz einfach vor dem Hintergrund, weil man auch unterschiedlich geeignet ist, solche Dinge tatsächlich zu kommunizieren. Und wir auch disziplinäre Unterschiede haben. Nicht jede Disziplin ist dafür geeignet, nach außen kommuniziert zu werden. Was wir aber sehr wohl erwarten können, ist, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man es macht. Und diese Auseinandersetzung, die fehlt im Moment, glaube ich, auf vielen Ebenen. Das ist das eine, dass die Institutionen und die Wissenschaft sich damit auseinandersetzt. Und das zweite ist, dass wir Anreize und Belohnung
schaffen müssen und die fehlen im Moment auch. Was kann das sein zum Beispiel? Ja, zum Beispiel haben Sie schon mal in einer Berufungskommission gesessen, wo letztendlich, und viele Anwesende haben das sicherlich auch, wo tatsächlich auch darüber gesprochen wird, dass Transfer oder vielleicht Kommunikationswissenschaften und Transfer nach außen hin eine besondere Bedeutung hat, weil sie eben dazu beiträgt, nicht mehr so viel Zeit zu haben zu publizieren. So etwas, Sie haben es eben selbst angesprochen, auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft wird eine Anerkennung dadurch gelebt, dass der March for Science und Herr Paganini auf der ersten Seite tatsächlich auch dargestellt wird. Auch das ist eine Anerkennung. Die Max-Planck-Gesellschaft verschreibt sich ja oder lebt es ja oder stellt sich dahinter. Und solche Dinge müssen halt auch viel, viel mehr da sein, um so etwas zu belohnen. Direkt dazu, also, ganz kurz. Ja, also ich muss sagen, ich war in dem Sinn positiv überrascht, als ich mich beim Schweizerischen Nationalfonds für ein Postdoc-Stipendium beworben habe. Da war tatsächlich unter Anforderung wissenschaftlicher Output gab es eine längere Liste als nur Paper, und da war tatsächlich auch die Punkte Wissenschaftskommunikation und so als Teil inklusive im wissenschaftlichen Output. Da war ich tatsächlich überrascht. Herr Knuth. Ich finde es hilfreich, wenn wir uns an dieser Stelle darauf einigen könnten, dass die Vermittlungsleistung von Wissenschaft in einem noch zu klärenden Maße hochgefahren werden sollte. Und ich will in diesem Kontext noch mal an die gesellschaftliche Realität erinnern, die ich jedenfalls wahrnehme, als jemand, der für eine Vielzahl unterschiedlicher Medien Verantwortung trägt. Wir haben nicht mehr die Glaubwürdigkeit wie vor 10 Jahren. Wir haben mannigfaltige Filterblasen in unterschiedlichen Formen der sozialen Medien und des Netzes. Wir müssen uns mit flagrantem Unsinn auseinandersetzen und versuchen, diese Filterblasen an dieser Stelle aufzustechen. Und alles, was wir brauchen, und ich finde, das geht dann auch mit der Gesamtgesellschaft konform, ist doch nicht nur die Frage, ob Wissenschaft Gesellschaft braucht, sondern wie viel die Gesellschaft an sich an Wissenschaft braucht. Und ich glaube, sie braucht mehr denn je. Weil wenn wir ein plural organisiertes Land bleiben wollen, in dem es nicht einzelne Meinungsforen gibt, in die andere gar nicht mehr vordringen, dann kann Wissenschaft mit seiner hohen Glaubwürdigkeit eine Form sein von Demokratieverstärkung. Das ist ein steiler Begriff, das weiß ich. Aber ich will noch mal dafür und daran appellieren, dass es wirklich sinnvoll sein könnte, wenn man unter den Aspekten von Relevanz und Glaubwürdigkeit auch mit viel Zutrauen in die eigene Arbeit. Und das betrifft ja nicht nur Kulturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Das sind die, die in Medien immer besonders gern gegriffen werden, sondern das betrifft das ganze Spektrum der hier Versammelten. Wenn wir an dieser Stelle sagen, ja, es wäre sinnvoll, wenn es mehr wäre als bisher. Und dann geht es um die Frage, wie organisiert man das und wer kann es? Denn nicht jeder kann alles, auch das ist richtig. Nachgefragt, die Rolle der Medien an der Stelle. Wir haben vorhin gehört, das fand ich irgendwie eine sehr einleuchtende Beobachtung, dass wir früher in den 50er, 60er Jahren hatten wir die Mondlandung, da war irgendwie Wissenschaft mit Fortschritt verknüpft, alles wird gut. Und seit einigen Jahrzehnten ist Wissenschaft oft eher mit Warnungen, mit Mahnungen verknüpft, mit Konflikten, auch mit Themen wie Genforschung wurde genannt, Gentechnik wurde genannt, anderes, die wir vielleicht nicht nur positiv besetzt nehmen. Was können die Medien da vielleicht dafür tun, damit die Wissenschaft so dieses Problemimage auch ein Stück weit verliert? Wir versuchen, und wir haben ja Wissenschaftsmagazine und vieles mehr, wir versuchen, auch Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse vorstellen, dazu zu ermuntern, sie zu deuten und zu sagen, was könnte das denn für den Einzelnen nicht nur bedeuten, sondern... Sie sagen, versuchen, weil die meisten es nicht wollen? Also das ist auch ein Punkt, wo wir die Vermittlungsleistung noch mal sorgfältig abklopfen müssen. Natürlich ist eine Form von Deutung früher auch ein Proprium von Journalistinnen und Journalisten gewesen. Und heute deuten alle. Sie sind ja alle im Netz unterwegs, Sie wissen ja, wie viel herumgedeutet wird. An der Stelle zu sagen, der oder diejenige, die Ergebnisse vorstellt, soll auch zumindest am Anfang einen Deutungseinfluss haben, hielte ich für sinnvoll. Nehmen wir das Thema Klima, da kann man natürlich in unterschiedlichen Konfigurationen sagen,
Vielleicht ist Niedersachsen gar nicht so sehr betroffen, weil da wird irgendwann Wein angebaut und betroffen sind andere. Aber natürlich hat es auch Folgen emotionaler Art. Und die werden nicht in 10, 20, 30 Jahren, sondern vielleicht in 100 Jahren sichtbar. Das sind alles Punkte, die in der Beschreibung dessen, was Wissenschaft an Grundlagenmaterial liefern kann, auch zu der Diskussion hinzugehören. Herr Schön. Ja, vielen Dank. Ich sehe in unserem Land noch nicht das Niveau an Wissenschaftsfeindlichkeit, das man an vielen anderen Orten feststellen kann. Ein Grund mag übrigens sein, dieser Komplex wird ja in dieser Diskussion bisher noch etwas ausgeblendet, dass wir nach wie vor ein hochindustrialisiertes Land sind. Das heißt, ein Großteil dessen auch, was in Chemie, Physik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik betrieben wird, wird ja auch dem Arbeitnehmer über die Tätigkeit an anspruchsvollen industriellen Fertigungsorten übermittelt. Ich nehme an, wer bei Volkswagen arbeitet in der Entwicklung und der wird täglich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen konfrontiert. Und was wir aus England, aus den USA, aber auch aus anderen Staaten hören, ist ja, dass es oft gerade die deindustrialisierten Zonen sind, in denen man diesem Element des Fortschritts, auch des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, gar nicht mehr ausgesetzt ist. Also das ist das eine. Das zweite zur Rolle der Medien. Ich glaube, es gibt relativ viele Wissenschaftler, die durchaus mal in die Öffentlichkeit gehen, sich engagieren würden, aber dort auch mal immer mal wieder Geschichten gehört haben, dass sich jemand verbrannt hat, dass es Schwierigkeiten gegeben hat, dass man in einer Talkshow instrumentalisiert worden ist. Nicht von den Journalisten, aber doch von der Politik oder anderen Interessengruppen. Und ich glaube, der Journalismus, die Medien haben eine große Aufgabe, auch Wissenschaftler ein Stück weit zu schützen, zu begleiten, in ihrer Präsentation, in ihrer Medienpräsenz. Denn wer sich hineinbegibt in die öffentliche Diskussion, muss auch damit rechnen, dort vereinseitigt zu werden, muss damit rechnen, instrumentalisiert zu werden. Finden Sie wirklich, ist es die Aufgabe von Journalismus, den Wissenschaftlern einen Schutzraum zu gewähren? Also Schutzraum ist das Falsche. Was ich glaube ist, dass in etwa in großen Talkshows, in der öffentlichen Diskussion, der Moderator, so wie Sie hier auch, ja auch immer eine gewisse Aufgabe hat dafür, die Gleichmäßigkeit in der Diskussion herzustellen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt relativ viele, die sagen, da gehe ich nicht hin, was weiß ich, was da mit mir gemacht wird. Erstmal Frau Brockmeier, dann Herr Zick, dann Herr Paganini. Ich würde vielleicht noch mal grundsätzlich etwas dazu sagen wollen, ob die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft insgesamt eingeschränkt ist. Ich glaube, ich würde das so nicht mittragen. Ich würde es differenzierter betrachten. Ich nenne einfach nur mal ein Beispiel. Vorhin wurde auch die Gentechnik angesprochen und die Veränderung von Gentechnik. Wenn Sie dem Wissenschaftsbarometer folgen wollen, dann haben nur 17% der Befragten tatsächlich Vertrauen in die Wissenschaft, wenn es um Gentechnik geht. Wenn man aber etwas tiefer einsteigt, sind die dahinterliegenden Gründe ganz andere, nämlich dass 72% glauben, dass die Wissenschaft nicht gesinnungsethischen Gründen folgen darf. Das heißt, sie darf das aus diesem Grund nicht machen, an Genetik quasi zu manipulieren von Tieren und Pflanzen. Das hat etwas ganz anderes, ist eine ganz andere Betrachtungsweise, als wenn ich jetzt nur sage, ich traue denen einfach nicht, sondern es gibt andere Gründe, die muss man hinterfragen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja sehr viele Studien gibt, die versuchen, das Gegenteil der Wissenschaft zu breiten. Ich würde vielleicht die letzte Frage gerne, wenn ich darf, noch mal kurz aufgreifen und würde diesen Punkt ansprechen, Wissenschaft und Medien. Natürlich, Herr Schön, ich sehe das ganz genauso und Herr Zick hat es auch angesprochen. Ich glaube, sich in die Öffentlichkeit zu begeben und womöglich einen Shitstorm irgendeiner Art über sich ergehen lassen zu müssen, weil man an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz das richtige Wort getroffen hat oder vielleicht nicht ganz das gesagt hat, was man sagen wollte oder unter dem Druck einer Frage aus dem Publikum oder den Journalisten daneben gegriffen hat, das ist schon etwas, glaube ich, was viele von uns davon abhält, sich in der Öffentlichkeit in dieser Form zu äußern. Ich kenne tatsächlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das mache ich jetzt gar nicht. Also das will ich auch nicht. Da werde ich erstens nicht für belohnt. Hinterher habe ich dann womöglich den Ärger und ich gehe nicht nach außen. Also ich glaube schon, dass es ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten geben muss. Und ich glaube, so haben Sie das auch bewusst gesagt. Und es ist auch vielleicht mal ganz gut, wenn man nicht jede Beziehung, die Wissenschaft mit der Wirtschaft hat, immer skandalisiert, sondern vielleicht auch mal das Positive hervorstellt, was im
Sinne einer innovativen Entwicklung aus so einer Verbindung entstehen kann. Sie haben das gesagt, Sie versuchen es auch immer wieder mit positiven Interpretationen. Und ich glaube, solche Dinge sind auch ganz wichtig, um das zu zeigen. Nur ganz kurz, Sie haben selber vorhin im Impuls gesagt, dass die Wissenschaft oder die Medien oft oder beide eigentlich wahrgenommen werden als Handlanger, sozusagen der Elite. Dann leisten wir ihm noch weiter Vorschub, wenn wir sagen, so die Medien, die sollen jetzt besonders lieb mit den Wissenschaftlern umgehen. Nein, ich habe nicht gesagt, ganz besonders lieb. Sie, ganz bestimmt nicht bin ich der Meinung, wenn irgendetwas im Sinne eines investigativen Journalismus tatsächlich aufgedeckt und tatsächlich auch diskutiert werden sollte, dass das einzuschränken ist. Bitte nicht falsch verstehen. Danke, dass Sie mir Gelegenheit geben, das nochmal deutlich zu machen. Aber ich glaube auch nicht, das Umgekehrte sollte der Fall sein. Jedes, was von vornherein oder als etwas gilt, was man aufgreifen könnte, um damit womöglich Aufmerksamkeit zu bekommen, sollte vorsichtig betrachtet werden und im Sinne der Sache diskutiert werden. Und vielleicht hilft es ja auch mal an der einen oder anderen Stelle, trotzdem man damit nicht Leser gewinnt, das Positive herauszustellen. Herr Zick. So, jetzt relativ kurz. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber jetzt dann vor mir so viele Punkte. Dann erstens, Wissenschaftsfeindlichkeit, nein, nicht unbedingt, aber und jetzt kann ich Forschung zitieren, Analysen über Phänomene, gesellschaftliche Phänomene. Es ist schon so, es gibt eine Elitenfeindlichkeit, die ist nicht mehrheitlich, aber immerhin, ne, wir haben eine ganze Reihe. Und zweitens, es gibt neben der Elitenfeindlichkeit auch in der Gesellschaft Gruppen, die sagen, wir müssen mehr Widerstand zeigen. Aktiv aufrufen zu einem Widerstand, das erzeugt diese ganzen Gegenwelten, die da kommen. Das heißt, es kommt ein wissenschaftliches Ergebnis und dann ist man nicht nur da feindselig gegenüber diesen Eliten, die da ne, oben in der Wissenschaft analysieren und ihre eigenen Realitäten erzeugen, sondern es kommt zweites, man versucht sie zu irritieren und aktiv dagegen anzugehen. Ja? Das heißt, und das rückt uns näher. Das rückt uns näher und Shitstorm ist harmlos. Wir haben Bereiche, wenn wir in diesem Bereich Extremismus, das ist ganz schwierig, das diskutieren wir intern, hier sind ja auch die Türen zu. Es ist nicht so einfach, in Felder hineinzugehen, dort zu forschen, wo die Phänomene auftauchen, weil es wird sehr viel schnell öffentlich. Sehr viel schnell öffentlich. Wir haben ja auch eine ungeheure Menge an Journalisten oft vor Ort, in vielen Regionen, wo nichts mehr ist, da sind immer noch Journalisten. Die sind Kenner der Situation. Wir haben Forschungsbereiche, da sind vor Ort schon Journalisten. Das sind Kenner der Situation. Das macht es ganz schwierig. Es wird viel öffentlich in einer Geschwindigkeit. Es wird kommentiert. Während Sendungen laufen, wird kommentiert. Während eines Interviews wird kommentiert. Aber jetzt kommt zweitens. Wer weiß, was heute jetzt gerade im Moment über Twitter, aber über uns kommentiert wird hier. Da muss man mit leben. Also es ist schon auch schwierig. Ne? Man muss sagen, das ist schon, hat schon Ausmaß angenommen. Wir haben auch solche Hate-Speech-Analysen mal durchgeführt, das zum Gegenstand der Forschung gemacht. Das ist ja das Schöne an der Forschung. Wir können es zum Gegenstand machen. Und das ist schon ernst zu nehmen. Aber jetzt kommt die Frage, was kann ich denn Besseres machen? Harald Welzer sitzt hier, man kann Formate finden, wo man den Raum selber gestaltet, den Dialograum erstmal gestalten. Welches Setting brauchen wir denn, um diesen Dialog führen zu können? Was könnte das für ein Format sein? Das zweite, ja, ich kann das zum Beispiel bei mir im Institut relativ gut. Ich muss wissen, an welcher Stelle rede ich über die Frage während des Forschungsprozesses, was machen wir jetzt mit unseren Erkenntnissen? Wollen wir etwas abgeben oder nicht? In Klammern ein Gerücht, also nicht, dass jetzt entsteht, Institutsleiter zwingt Wissenschaftler zu jedem Blödsinn irgendwas zu sagen. So läuft das nicht. Aber wir haben ein Commitment. Wir finden die Kommunikation und den Dialog wichtig. Und dieses Commitment muss von oben kommen. Und jetzt kommt die Kreditierung. Erstens, ich brauche den Raum. Zweitens, ich muss Kreditiersysteme überlegen, die verändern sich schon. Wenn Sie ein BMBF-Projekt haben, ist die Kommunikation von Beginn an gedacht. Wir haben hier mit VW-Stiftung ja diese 10-Jahres-Studie durchgeführt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Vorurteile, Stereotype, Grundlagenwissenschaft betrieben und haben ausgehandelt, dass von Beginn an die Öffentlichkeitsarbeit zu einem bestimmten Anteil auch mitgefördert wird. Das kann man also in einen Antrag schon mit diskutieren. Okay. Das Zweite ist, es gibt auch Universitäten, Hochschulen. Ich weiß, in Magdeburg ist jemand aus von der Hochschule Magdeburg hier. Nee, aber ich glaube, wir... Die kreditieren... Wir haben jetzt den Punkt verstanden. Nein, die kreditieren, ich will das nur mal sagen, die kreditieren tatsächlich, die kreditieren bei Fragen,
ja, kreditieren die an der Hochschule auch solche Giving Science Away. Okay. Das heißt, die Fakultäten diskutieren dort, welche Anteile an Forschung habt ihr weggegeben, und dann gibt es dann Kriterien. Also wenn man bei Skobel sitzt, punktet das oder punktet das nicht. Das heißt aber, man braucht ein Commitment, dass man das will, und Herr macht es nicht zur Nebensache. Herr Paganini. Ich möchte noch. Also bei mir würden Sie einen Punkt kriegen. auf den Sie Punkt eingehen mit der Angst, Ende, ne? Mit der Angst, oder? Vor, dann verbrennt man sich und so weiter und so fort. Was halt ganz wichtig ist, ist, dass es die unterstützenden Strukturen gibt. Dass man halt die Wissenschaftler nicht einfach so, es ruft da halt ein Journalist an und dann entscheidet der Direktor, ja, du gehst mal, und dann geht der mal raus und wird verbrannt. Ich meine, da muss man halt auch, da muss es die Strukturen geben. Und wo man halt jemanden hat vom Institut, der einen brieft kurz, der sagt, hey, auf das und das muss man vielleicht achten, die und die Anfragen könnten kommen, es könnte sein, dass jemand so und so zu drehen versucht. Also ich hatte viel Einblick in die amerikanischen March for Science Sache auch, und da war das ein recht großes Thema, weil da war ganz klar, dass es Medien geben wird oder Medienprodukte, also halt nicht zwingend klassische, die darauf aus sind, die Vertreter aufs Glatteis zu führen. Und da gab es extra auch Mediencoachings da. Worauf muss man achten? Auch welche Fragen? Wie kann man Sachen drehen, Fragen drehen? Wie kann man ausweichen, damit man sich eben nicht verbrennt oder damit man halt möglichst wenig Angriffsfläche bietet? Und eben, das ist, denke ich, auch, und auch halt finanzielle Unterstützung zum Beispiel, wenn irgendjemand im Institut mit einer Kommunikationsidee kommt, dass er eine Anlaufstelle hat, dass dann auch Geld vorhanden ist, dass man das machen kann. Und nicht einfach, dann kommt, hat einer eine Idee, kein Budget, keine Möglichkeit, Geld zu kriegen. Na gut. Wir reden ja jetzt eigentlich fast die ganze Zeit über einen gedachten Konflikt zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Es gibt ja noch ein ganz weites anderes Feld. Es gibt auch einfach ein Feld, wo Wissenschaft sich stärker in die Gesellschaft hinein öffnet und ganz ergebnisoffen öffnet. Gar nicht im Sinne von, da sind jetzt Angriffe oder da müssen wir jetzt irgendwelche Wahrheiten verteidigen, sondern es geht einfach darum zu sagen, wir finden neue Formate des Austausches. Und da, Frau Brockmeier, ist es so, wenn wir zum Beispiel Stichwort Citizen Science nehmen, dass das auch wieder an der Oberfläche von vielen für gut geheißen wird. Dass aber ganz schnell, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, auch in den höheren Chefetagen der Wissenschaftsorganisationen, dann plötzlich so ein Lächeln in die Gesichter kommt, so nach der Art, naja, das kann man schon machen, das ist dann so ein bisschen PR irgendwie, aber so richtig zu was führen tut es auch nicht. Haben wir da noch ein Problem mit solchen Formaten? Sind wir schon so weit, ernsthaft darüber zu sprechen, welche Vorteile mehr Partizipation, mehr Citizen Science, mehr in andere Formate bringen können, vielleicht um im zweiten Schritt auch gar nicht erst die Konflikte entstehen zu lassen, über die wir die ganze Zeit sprechen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich werde jetzt keinen Werbeblock für den Wissenschaftsrat machen, aber trotzdem nochmal sagen, dass das Papiertransfer oder Wissens- oder Technologietransfer diesen Gedanken ja aufgegriffen hat. Worum es eigentlich, was diese Punkte anbetrifft, geht, ist, den Dialog wechselseitig zu gestalten. Und zu akzeptieren, dass wir einen Transfer, in dem Sinne Wissens- und Technologietransfer, nicht nur auf der Technologieebene haben, sondern auch in die Gesellschaft. Und ich glaube schon, dass mit dem Papier eine sehr große Akzeptanz dieses Gedankens quer durch die ganze wissenschaftliche Disziplin vollzogen worden ist, indem dieses Papier verabschiedet worden ist. Und ich fand es damals wichtig, wir haben das kontrovers diskutiert, und ich glaube auch einige Disziplinen liegt es näher, andere Disziplinen liegt es ferner, aber letztendlich haben wir alle gesagt, es hat eine hohe Relevanz, und nicht nur, wir kommunizieren das nach draußen und dann seht zu, wie ihr damit zurechtkommt, sondern es geht auch zurück. Was will die Wissenschaft von der Gesellschaft lernen an der Stelle? Sie können sicherlich Ihre Forschung viel, viel besser an dem orientieren, was aus der Gesellschaft zurückkommt, wenn Sie mit ihr sprechen. Ganz klar. Also die Impulse, die kommen, ob das jetzt die Technik ist oder ob das im Agrarbereich irgendwelche Sachen sind, wenn ich aus meiner eigenen Disziplin das ansprechen kann, wenn Sie vor Ort in den Entwicklungsländern mit den Personen sprechen, für die Sie Wissenschaft machen,
können Sie ganz sicher sein, dass diese Wissenschaft sehr viel näher dran ist. Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, dass das auf ganz vielen Ebenen möglich ist. Die Wechselseitigkeit ist wichtig in dem Punkt. Herr Schön, warum lädt die DFG nicht stärker die Gesellschaft ein, um eventuell über mögliche Fragestellungen, Projekte, Förderprogramme zu diskutieren? Also es geht, glaube ich, um zweierlei. Es geht zum einen darum, ob man unter dem Stichwort Citizen Science gewissermaßen völlig neue Formate öffnet oder auch einen Umbrella schafft, innerhalb dessen dann wieder neue Töpfe und Verfahren eingeleitet werden, oder ob man das Konzept an sich prinzipiell akzeptiert, dann aber immer sehr abhängig von den konkreten Projekten, von den konkreten Fördermaßnahmen einspielt. Wir haben das mal im Vorfeld auch dieser Veranstaltung prüfen lassen und festgestellt, dass wir zwar Partizipation der Citizens in den wissenschaftlichen Projekten nicht als solches in den Formaten vorgeben oder gezielt fördern, dass es aber überall auftaucht, aber natürlich sachbezogen und aus dem jeweiligen Thema. Also da gibt es etwa im Bereich der ökologischen Forschung gibt es Bereiche, wo dann mit großer Partizipation gearbeitet wird. Es gibt im Bereich es gibt Sozialforschungselemente. Unsere Leute haben da eine ganze Liste zusammengestellt, die habe ich jetzt nicht einzeln im Kopf. Aber die Aussage war klar, es gibt es immer wieder. Wir betreiben es nicht systematisch. Und wir sehen auch eine gewisse Gefahr darin, wenn, und das hängt auch ein bisschen mit institutionellem Selbstverständnis, aber auch mit gewissermaßen natürlich auch der etwas amorphen Natur der Zivilgesellschaft zusammen, sinnvolle Wege zu sagen, das nehmen wir jetzt gewissermaßen in die höheren Gremien rein, sind nicht einfach herzustellen. Sie haben jetzt ja einen Platz für Wissenschaft und Gesellschaft im Senat der DFG. Das haben wir, ja. Wofür ist der da? Übrigens wofür ist der da? Ja, früher war es Wissenschaft und Industrie, muss man fairerweise sagen. Genau. Das ist ein Unterschied. Also insofern, wofür ist der jetzt da? Also jetzt bin ich mal zu einer ironischen Bemerkung dazu aufgefordert. Ich habe eben selber das Stichwort Wirtschaft hier schon gebracht. Auch Wirtschaft gehört zur Gesellschaft. Und wir haben und ist sogar ein wichtiger und großer Teil der Gesellschaft. Man sieht aber schon ein bisschen an Ihrer Nachfrage, eben, dass man so sich die Gesellschaft als etwas anderes stärker konturiert. Und Sie haben ihn umbenannt, den Sitz. Das haben wir getan, ganz gezielt, um sagen zu können, wo gibt es, ein bisschen auch in Analogie zu den Vertretern des öffentlichen Lebens, die es ja beim Wissenschaftsrat gibt, den sogenannten Lebeleuten, zu sagen, hin und wieder gibt es Einzelpersonen, die als Person so gestaltet sind, dass wir uns interessante, wertvolle, weiterführende Beiträge erhoffen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, gleich zum Publikum zu öffnen. Ich sehe jetzt da an der Stelle schon viel Bedarf für Nachfragen. Aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, Herr Paganini, wollten Sie noch was ergänzen an der Stelle? Und dann würde ich öffnen. Ja, einfach so zur Öffnung als solches. Also es ist halt einfach eine Tatsache, dass durch das Internet halt einfach eine viel höhere Transparenz als früher nun mal da ist. Und da kann man sich darüber streiten, ob das gut oder nicht ist, aber schlussendlich ist das halt einfach die neue Realität und wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir damit umgehen, wie die Institutionen damit umgehen. Es verändert sich halt auch, wer kommuniziert. Es ist nicht, früher kam halt eine Anfrage rein und der Professor hat geantwortet, heute kommentiere auch ich einfach auf einer Facebook-Wall von meinen Freunden Wissenschaftsartikel oder wenn ich halt irgendwas Pseudowissenschaftliches sehe, kommentiere ich da auch drunter. Das heißt, die Kommunikation der Wissenschaft hat sich auch halt wesentlich geöffnet und da muss man sich halt auch mal wirklich überlegen, was sind die Effekte. Herr Krull, ich würde mal sagen, als Sie waren am schnellsten und als Gastgeber dürfen Sie jetzt auch mal was sagen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal ein paar Stichworte aufgreifen, vielleicht auch die erste Session mit dieser zu verknüpfen. Und zwar fiel ja beim ersten Mal als ein Stichwort, das jedenfalls Frau Oreskes und auch Herr Welzer gebraucht haben, sozusagen Erkenntnisgewinnen ist ein Prozess. Und eben hat vor allem Frau Borgmeier noch mal den Aspekt reingebracht der Wissensasymmetrien. Und wenn wir das beides zusammennehmen, dann ist natürlich in der Tat die Frage zu stellen, was bedeutet das denn für die Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft oder in einen weiteren Horizont? Und da, glaube ich, müssen wir doch sozusagen uns wirklich verabschieden von dem klassischen Sender-Empfänger-Modell. Also
wir halten kluge Vorträge für die Gesellschaft. Bei aller Liebe dazu, dass das sozusagen sicher ab und zu auch noch funktionieren kann, ist das unter den Bedingungen der Digitalität doch nicht mehr wirklich adäquat. Und deshalb würde ich gerne an die Runde die Frage stellen, was sind denn tatsächlich, Sie haben es ja gerade auch schon versucht, Herr Viala, was sind denn neue Formate, die tatsächlich das Signum Transparenz und Partizipation wirklich ernst nehmen? Im Einzelfall ist es natürlich so, man kann immer gerne sagen, da holen wir uns mal einen Legitimationsindianer dazu, aber das ändert ja nichts an den Grundbedingungen der Kommunikation. Also es geht immer um Formate. Diese Art von Öffnung wäre mir, glaube ich, wirklich wichtig, auch um den Aspekt der Wechselseitigkeit. Also die Gesellschaft spricht auch gegenüber der Wissenschaft, mal etwas stärker in den Blick zu nehmen und dazu bieten natürlich die neuen Formen, Herr Paganini hat es gerade angesprochen, Stichwort E-Consultation und andere Formate, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, als wir noch vor wenigen Jahren hatten. Jetzt sind wir wieder bei meiner Ausgangsfrage auch vorhin. Also an welchen Stellen haben wir nicht nur die Illusion von Augenhöhe, die Illusion von einem Austausch, sondern wo meint es die Wissenschaft dann auch tatsächlich ehrlich und sagt dann und versteckt sie nicht am Ende mit, das ist doch zu komplex alles, Herr Paganini und Frau Brockmeier. Naja, also ich denke, es geht nicht nur um den Wissenstransfer, sondern nur schon mal um die soziale Komponente. Also ich in Barcelona hat ein Freund von mir das Projekt aufgebaut, da haben sie zum Beispiel, machen sie regelmäßige Scientists at the Pub, also wo halt einfach eine Gruppe Wissenschaftler mehr oder weniger immer in den Pub gehen und da laden sie die Leute ein. Und da geht es eigentlich mehr darum, dass man einfach mal mit Leuten redet. Also dass die Leute da hinkommen können und einfach mal, was immer sie halt im Kopf haben und irgendwie mal einen Wissenschaftler fragen wollten, können sie halt einfach mal fragen. Mhm. Und dass diese Verbindung, diese persönliche Verbindung halt stattfindet. Ich glaube, das ist halt das, was ich auch gemeint habe, dass man die Kommunikation viel mehr auch in die Tiefe der wissenschaftlichen Population reingeht. Der Leibniz-Präsident Matthias Kleiner, mit dem ich letzte Woche auf dem Podium saß, er kündigte an, dass er, wenn er dann nicht mehr Präsident ist, sich jede Woche auf eine Bank setzen möchte irgendwo und sagt, talk to the professor. Dass er sozusagen einfach sagen möchte, er will ganz offen sich hinsetzen und sagen, redet doch mit mir, wer auch immer reden will, auch eine Art von Format. Frau Brockmeier. Ich würde die Frage gerne aufgreifen, wie wir kommunizieren und mit welchen Formaten wir das tun können. Vielleicht fange ich einfach mal ganz einfach an. Schauen Sie sich die Wissenschaftskommunikation an den Institutionen und Universitäten an. Hat die sich in den letzten Jahren gewandelt? Ist das wie in vergangener Zeit immer noch so etwas, dass man ich übertreibe jetzt, um es deutlich zu machen, eine Werbung für die eigene Institution, die eigene Forschung, oder ist es tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der Forschung als Gegenstand, die wir auf unseren Webseiten nach draußen tatsächlich auch kommunizieren? Ich glaube, wenn Sie das alle beobachten, haben Sie auch gesehen, dass das ein Prozess ist, den man deutlich erkennen kann, dass man nicht eine Public Relations Kommunikation hat, sondern tatsächlich versucht, sich auseinanderzusetzen. Das wäre eine ganz einfache Art, in diese Richtung zu gehen. Eine weitere Möglichkeit, Frau Kling-Matter ist ja heute auch hier, unsere Pressesprecherin, wir diskutieren im Moment zum Beispiel darüber, ob wir einen Blog machen. Na klar, das ist eine ganz wichtige Sache, mit der man nach draußen diskutieren könnte, mehr Menschen erreichen könnte, als es an anderer Stelle da ist. Wir haben vorhin aber auch über den Zeitaspekt gesprochen. Wer würde den schreiben? Genau, das ist genau der Punkt, über den wir, sie nickt, genau, wir haben darüber diskutiert. Wir diskutieren immer wieder einen Blog. Müssen die Gremien abstimmen, was da drin steht? Nein, das... Natürlich nicht. Das wäre, Frau Kling-Matter zuckt schon zusammen. Das wäre natürlich ein ganz fürchterlich zeitintensiver Prozess. Aber Sie sehen, dass in dieser Form die neuen Kommunikationsformate sicherlich bei uns intensiv diskutiert werden. Sie erfinden die doch schon. Wenn Sie gucken, Max Planck hat solche Blogs. Es geht an verschiedenen anderen Stellen in diese neuen Formate hinein. Aber ich möchte vielleicht noch einen anderen Punkt ansprechen, der mit der Kommunikation zu tun hat. Wir haben uns früher sehr viel mehr abgeschottet. Sie werden sehen, hier ist auch die Max Planck zu nennen, meine Universität hat auch gerade einen Film diesbezüglich mit den Menschen, die in den Tierversuchen unterwegs sind, gemacht, um genau diese Punkte auch mal deutlich zu machen. Wer steht denn dahinter? Es verbinden mit den Menschen und nach draußen gehen und auf eine andere Art mit der Gesellschaft zu kommunizieren, als das vielleicht bisher der Fall war. Also nicht nur die Formate, sondern auch die Art der Kommunikation muss sich ändern. Herr Paganini. Ja, also ich habe auch noch einen Kommentar, der ist ein bisschen off, der ist zu der letzten Session kam ja dieses TÜV for Science Sache und
etwas, was uns da halt zum Beispiel aufgefallen ist, was in das, auch in die Wissenschaftskommunikation im Sinn reingeht, das ist halt, wie informieren sich Leute? Gut, wenn ich etwas über Impfungen wissen will, gehe ich auf Google. Jetzt tippe ich ein, Impfungen, Risiken. Und die erste Seite sind alles Pseudoscience. Das ist ein Riesenproblem. Das ist schon ein Problem, das man dann vielleicht so irgendwo angehen muss und auch angehen kann. Die Suchmaschinen zum Beispiel haben mittlerweile so eine große Macht und die sind ein wichtiges Kommunikationsmittel. Und wenn da einfach auf unschuldige Suchbegriffe halt nur wissenschaftlicher Mist kommt, dann ist das problematisch, weil das ist die erste Information, welche Leute finden. Ich glaube, Sie wollen alle was sagen. Herr Schön, dann Herr Zick. Ja, ich würde gerne auf die Frage von Herrn Krull, auch nach den Formaten und der Partizipation. Meine Erfahrung ist, das läuft richtig gut, wenn es von unten kommt. Wenn die großen Organisationen offiziell etwas veranstalten, ich habe es auch bei Fachvereinigungen in meinen Gebieten gesehen, da wird dann sowas aufgesetzt und mühevoll von Presseabteilungen bespielt. Und dann kommt irgendein junger Professor oder eine Professorin oder ein Assistent mit einem eigenen, witzig gut gemachten, preiswerten Blog und alles ist plötzlich viel besser und ganz anders. Es, in meinem eigenen Gebiet gibt es einen relativ schlecht ausgestatteten Kollegen irgendwo in Pepperdine in Los Angeles, der den weltweit besten Blog fährt. Jeden Tag kommt was Neues, jeden Tag interessant. Aber da hat sich keine Organisation von oben her irgendwas zu ausgedacht. Ich glaube, die neuen Formate ermöglichen das auch. Und Institutionen, Herr Paganini, sollten dann in der Tat sagen, wenn einer mit einer guten Idee kommt, Sie oder einer Ihrer Kollegen, okay, da geben wir was rein. Aber dass die Idee von unten kommt, das finde ich schon entscheidend. Herr Zick, und dann sammeln wir ein bisschen. Wir haben jetzt so viele Wortmeldungen, dass ich dann 4, 5 sammeln würde. Ja, ich glaube, dann mache ich es wirklich ganz kurz. Irgendwann werde ich es Ihnen auch glauben, Herr Zick. Naja, ich könnte jetzt sagen, also ich habe ja nach diesem Preis, also den jetzt auch, den Nachfolger gibt es ja schon auch erlebt. Ich wurde ja sehr viel eingeladen. Und obwohl ich ein Geistsozialwissenschaftler bin, wir machen Konfliktgewaltforschung, habe ich in der Wissenschaft mehr Einladungen in die Naturwissenschaft bekommen als in andere. Ich war mehr an MPIs als an anderen großen Instituten. Das ist interessant. Da gibt es ein Potenzial. Da gibt es eine Dialogbereitschaft. Und ich habe mich immer gefreut, weil das noch entspannter war. Während in vielen Bereichen der Soziologie oder so, da kam man immer schon in Diskussionen rein, da war immer alles schon im Konflikt und in der Krise. Und bei den MPIs war es entspannt, weil sie gesagt haben, es betrifft uns hier noch nicht unmittelbar, aber wir können, das heißt, man hat präventiv reden können. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Da ist in der Welt etwas und wir wollen es verstehen. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn man mitten schon drin ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diesen Dialograum gestalten muss. Es gibt ja die Idee, mit der, da habe ich nur ein Beispiel, in dem Bereich der Konfliktgewaltforschung. Wir machen zum Teil jetzt sehr innovative, neue, partizipative Forschung. Das ist furchtbar anstrengend. Also es tut mir auch dann immer leid für die Jüngeren. Aber wir beschäftigen uns mit Formen schwerster Gewalt. Und wir analysieren die nicht mehr nach Sender-Empfänger-Prinzip Interviews, sondern wir gehen hinein in dieses Feld und gucken, was richtet unsere Forschung auch selbst an, in dem Feld. Denn diese Forschung über Gewaltphänomene verändert das Feld. Das haben aber MPI-Leute mir auch gesagt aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Wir haben diskutiert, mit was für welchen Informationen kann ich überhaupt kommunizieren? Bei einigen Forschungsbefunden wäre es geradezu fatal, sie zu kommunizieren, weil die Gesellschaft nicht darauf vorbereitet ist. Das heißt, man muss erst mal das gestalten, um die Informationen konsumieren zu können. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir 4, 5 Wortmeldungen. Und wenn Sie alle mitmachen und dich jeder 3, 4 Minuten spricht, dann können wir noch eine ganze Menge Wortmeldungen rangeben. Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen und knüpfe an das an, was Herr Krull eben schon erfragt hat. Und ich würde das eher auch noch mal etwas
tiefer verstehen in dem Sinne, was ist eigentlich Selbstverständnis der wissenschaftlichen Akteure heute. Und was Herr Zick gesagt hat, ist ja bemerkenswert, dass selbst im Feld dieser empirischen Sozialforschung das Umfeld sich so verändert hat, dass die Situation des Wissenschaftlers eine andere wird da drin. Jetzt nochmal, was Herr Schön gesagt hat mit seinem syrischen Taxifahrer, der geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Der syrische Taxifahrer ist ja nicht mit sozusagen auf die Welt gekommen als syrischer Taxifahrer in Deutschland, oder? Und so eloquent und sophisticated wie der war, könnte es ja sein, dass er Germanistikprofessor im Syrien gewesen ist. So, was heißt denn das? Was bedeutet es denn eigentlich für die Position von Wissenschaft in einer sich normativ betrachtet, doch negativ verändernden Welt? Was hält man denn da eigentlich für möglich? Und das, finde ich, ist eigentlich eine interessante Frage oder die entscheidende bei diesem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Und es gibt immer so eine starke Tendenz zu glauben, dass alles um einen rum sich verändert, nur man selber ist gewissermaßen der ruhende Pol da drin und kann dann irgendwie beim Kommentieren oder sowas bleiben. Aber es kann sein, dass die ganze Figuration sich verändert und das bedeutet für das Wissenschaftssystem wesentlich mehr als die Frage, wie kommunizieren wir denn oder machen wir jetzt auch mal ganz doll, was war jetzt das Neueste? Der Blog. Machen jetzt auch einen Blog. Geben Sie doch gleich nach rechts weiter. Oh, Entschuldigung. Danke. Ich mache es auch kurz. Sie können sich vorstellen, dass ich mit der Rolle der Medien nicht ganz einverstanden bin, weil ich das etwas unterkomplex fand gerade. Ich möchte anknüpfen an das, was Harald Welzer gesagt hat. Thema Komplexität, das haben Sie ja sehr nach vorne gespielt und gesagt, Mensch, das ist toll. Mir scheint, es handelt sich um eine Scheinkomplexität. Herr Zick hat es ja gerade angesprochen. Diese Idee, dass ich als Wissenschaftler Rückkopplungen in die Gesellschaft habe und diese Rückkopplungen in meine Forschung einbauen muss, also ich meine, das ist Luhmann-Anfangsstufe. Das ist ja, das wissen ja die wenigsten Wissenschaftler und haben die wenigsten Wissenschaftler reflektiert. Das heißt, es wird zu Recht Umgang mit Komplexität gefordert, aber Wissenschaftler selber haben gar nicht richtig verstanden, wie eigentlich Komplexität in das Zustandekommen ihrer eigenen Erkenntnisse reinspielt. Und noch ein zweiter Punkt. Wir haben in der ersten Runde eben, da hatte ich eine andere Rolle als Moderator, sehr gelobt im Grunde genommen auch den Umgang von Wissenschaftlern mit Falsifikation. Wenn ich Gesellschaftsprozesse steuere oder als Politiker tätig bin, muss ich Mehrheiten organisieren. Ich kann bloß nicht dieser Mehrheit, die ich organisieren will, sagen, Leute, das ist die beste falsche Hypothese, die wir zurzeit haben. Da kann ich keine Mehrheiten mit organisieren. Das heißt, es gibt einen fundamentalen Widerspruch zwischen der Leitidee von Wissenschaft und der Leitidee von Politik. Und im Übrigen erlebe ich sehr selten, dass Wissenschaftler sich wirklich hinstellen, Thema Komplexität nochmal, und sagen, da ist die Grenze meines Wissens, da kenne ich mich nicht aus. Das erleben sie so gut wie nie. Herzlichen Dank. Wir machen noch, wie gesagt, ein bisschen weiter. Ich nehme 3, 4 dran. All diejenigen, die noch nicht gesprochen haben, stellen sich immer kurz vor, vielleicht mit einem halben Satz. Ja, Carsten Könnecker im Spektrum der Wissenschaft und KIT. Ich habe 2 Fragen. Die erste geht ganz schnell, und zwar an Herrn Knut. Hat das nicht so richtig eingeleuchtet, dieses Statement, dass das doch richtig gewesen sei, da diesen Klimaskeptiker da mit in die Sendung zu setzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte folgende Frage stellen. Als ich Kind war und Nachrichten im Fernsehen geschaut habe, Tagesschau-Heute-Sendung, da gab es zwar jemanden, der fürs Wetter da war, aber es gab noch niemanden für die Börse und es gab noch niemanden für den Sport. Kann ich meinen Kindern, die heute in der Grundschule sind oder fast, ja, Hoffnung machen, dass, wenn sie so alt sind wie ich, es jemanden für die Wissenschaft in Primetime-Nachrichtensendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt? Die zweite Frage geht an die Wissenschaftler auf dem Podium. Und zwar, es hat sich vorhin in mehreren Statements hier schon angedeutet, wir reden noch so ein bisschen um den heißen Brei Medienwandel, Aufmerksamkeitsökonomie drumherum, ist auch mein Eindruck. Die ARD-ZDF-Online-Studie zeigt über die Jahre ganz klar, dass es also mindestens 3 ganz entscheidende Trends gibt, was die Mediennutzung der Deutschen anbetrifft. Mobile, Video, Social. Herr Paganini hat in sehr lebendiger Weise sozusagen vorgelebt, was es heißt, für einen Doktoranden oder Postdoc irgendwie da mitzumischen. Das fand ich sehr erfreulich. Aber es gibt Daten, und zwar in einer Studie, die ich selber mit durchgeführt habe, die jetzt gerade im Peer Review ist, die so ein bisschen vielleicht Wasser in den Wein gießen oder vielleicht zu zeigen scheinen, dass so jemand die absolute Ausnahme ist. Wir haben
Wissenschaftler im Doktoranden- und Postdoc-Stadium befragt nach ihren Einstellungen zur Wissenschaftskommunikation. Das war ein sehr spezielles Sample. Teilnehmer der Lindauer Nobelpreisträgertagung, also diese Young Scientists, und von den Heidelberg Laureate Forums. Im Sample ungefähr 800 Leute drin, alles Digital Natives, das heißt Jahrgang 81 oder okay. jünger. Wir haben gefragt, was macht ihr alles in Wissenschaftskommunikation, findet ihr das toll und so weiter. Sie finden das alles super toll, sie glauben sogar daran mehrheitlich, dass das auch für eine Karriere in der Wissenschaft toll ist, wichtig ist. Wenn man aber schaut, was sie machen, sieht man, dass 80% in puncto digitale Netzwerke, Facebook, Twitter und so weiter, bislang sich noch nicht mit ihrer Expertise eingebracht haben, sie nicht probiert haben, fruchtbar zu machen für Dialoge mit der Öffentlichkeit. Also sie finden es toll, aber aktiv sind sie nicht. Okay. Ganz genau. Und die Deutschen sind noch mal passiver in dieser Hinsicht als der Durchschnitt global. Herr Korbmann hatte sich schon ganz lange gemeldet und dann gehen wir zurück aufs Podium danach. Ich wollte nur kurz aufgreifen, was Frau Brockmeier gesagt hat, nämlich, dass es wichtig ist, dass sich Wissenschaftler mit der Bedeutung von Kommunikation auseinandersetzen. Sie haben recht, es kann nicht jeder Wissenschaftler selbst kommunizieren. Aber bisher ist hier noch ein Berufszweig nah an der Wissenschaft überhaupt nicht genannt worden, nämlich die Wissenschaftskommunikatoren. Dafür gibt es professionelle Wissenschaftskommunikatoren, die Sie an Ihrer Seite beraten können und Ihnen helfen können, die praktische Arbeit der Kommunikation zu erledigen. Ein Drittel des Saales hier sind Wissenschaftskommunikatoren. Da gibt es genug davon und es gibt nicht genug gut Ausgebildete. Eine andere Anmerkung noch, es kam so auf dem Podium ein bisschen, was soll denn die Wissenschaft von der Gesellschaft haben in diesem Dialog? Da sage ich nur, die Wissenschaft soll zum Beispiel merken, wie sich diese Gesellschaft verändert. Denn ich glaube, die Wissenschaft, so allgemein wie hier von Gesellschaft gesprochen wird, im Allgemeinen, ich nehme Herrn Paganini ausdrücklich aus, die Gesellschaft hat sich zum Beispiel in den letzten 20 Jahren total verändert und die Wissenschaft hat das immer noch nicht wahrgenommen. Das zeigt auch dieser Effekt, wie überraschend der Trump-Effekt kam. Herzlichen Dank, Herr Korbmann. Jetzt gehen wir zurück aufs Podium, vielleicht mit Frau Brockmeier angefangen. Sie haben ja vorhin schon die Rolle der Wissenschaftskommunikatoren angesprochen. Die Frage ist, ob die manchmal den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu dienen, zu denken, wie Herr Kröll das auch heute Nachmittag sagte, wir lagern das ein bisschen aus, die Kommunikation. Also wie kann sozusagen wie können die Wissenschaftskommunikatoren, die Professionellen, so ihre Arbeit tun, dass nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken, da müssen wir nichts mehr tun? Also ich greife das, was zum Schluss gesagt wurde, auf. Sie haben mich jetzt ja auch gerade darauf angesprochen und weise nochmal darauf hin, dass wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie wir eben im Zusammenhang mit den Wissenschaftskommunikatoren die Wissenschaftskommunikation als Wissenschaft selbst und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach draußen gestalten können. Die sind da dezidiert eingeschlossen, also in unserer Wissenschaftskommunikation nach draußen, und weise auch nochmal darauf hin, dass der Transfer in unseren Augen eben nicht nur Wissens- und Technologietransfer, sondern Wissenschaftskommunikation und ein Bereich, über den wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Politikberatung umfasst. Also auch der ist etwas, wo die Wissenschaftskommunikation am Rande natürlich eine Rolle spielt oder nicht nur am Rande, sondern wichtig ist. Aber dieser Personenkreis ist einbezogen in diesen ganzen Komplex und wir machen auch Vorschläge in dem Papier dafür, wie das aussehen kann. Indem man eben halt auch an den Universitäten und den Institutionen diese Personen stärker in die Richtung, nicht auf Werbung für die eigene Institution, sondern eine Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Gesellschaft und auch ein Miteinander in Wissenschaft und Gesellschaft tatsächlich versucht mit reinzubringen. Ich würde vielleicht auf eine Frage, weil das vorne, was auf der Seite gesagt wurde, vielleicht eher als eine Zustimmung tatsächlich auch mit werte. Ich würde vielleicht noch mal diesen anderen Aspekt, weil hier im Raum sind nicht nur Wissenschaftskommunikatoren und Kommunikatorinnen, sondern auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und ein Aspekt, wir können alle noch so gerne wollen, dass wir tatsächlich solche Dinge in den Vordergrund stellen und sie für ausgesprochen wichtig erachten, was ich persönlich tue. Wenn
wir den Zeitaspekt tatsächlich in irgendeiner Form mit berücksichtigen. Und damit bin ich bei Herrn Königke. Wenn ich tatsächlich meinen Kindern oder ihren Kindern tatsächlich sagen sollte, dass nach einiger Zeit irgendwann im Primetime so etwas wäre, dann muss eine andere Bewertung dieser Wissenschaftskommunikation her und die Zeit dafür muss da sein. Die Frage ging ja vor allem an Herrn Knut. Also sagen Sie mal, wann kommt nach dem Wetter und dem Börsenmann, der Börsenfrau, kommt dann jetzt der Herr, die Dame für die Wissenschaft? Ja, wir haben ja am Vorabend in diesem Kontext, in der Viertelstunde, im 7:58, haben wir ja gelegentlich Wissenschaftsthemen. Ich will Folgendes sagen, Herr Königke, als ich so alt war wie Ihre Kinder jetzt, gab es Neues aus Waldhagen im Radio. Das war Gesellschaftskunde und Sozialkunde am Beispiel eines fiktiven norddeutschen Dorfes, um ein besserer Mensch zu werden. Das gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, wenn Ihre Kinder so alt sind wie Sie jetzt, dann ist die Primetime nicht mehr das, was Sie ihr heute an Bedeutung zumessen. Das, glaube ich, kann man, ohne dass man jetzt zu skeptisch auf die Zukunft schaut, sagen. Das bedeutet, wir werden über andere Transformationsformen reden. Und Sie haben die Stichworte genannt. Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist Mobile, Video, Social. Und wir werden vieles von dem, was wir in eine gesellschaftliche Kommunikation hineinbringen, die dann am Ende idealtypischerweise zur Meinungs- und Willensbildung beiträgt, auch über diese Wege machen müssen. Das ist übrigens der Streit zwischen uns, den Öffentlich-Rechtlichen, und den Verlegern über die künftige Bedeutung von Telemedien. Und ich will sagen, bei dem Klimaskeptiker, das machen wir nachher mal. Das müssen wir nicht jetzt machen. Es muss irgendwie ein bisschen, es muss immer ein bisschen Pfeffer in die Suppe. Und ich kenne Leute, die mir sagen, das sei alles Quatsch, was wir an Klimaprognosen haben. Insofern gibt es schon Teile auch in der Bevölkerung, die nach wie vor diesen, wie ich finde, reaktionären, engstirnigen Ansatz haben, aber es gibt sie. Und dann müssen wir sie irgendwo auch abbilden, weil das gehört eben auch dazu, wenn man Gesellschaft so zeigen, wie sie ist. Ein letzter Satz noch zu dem, was Herr Skobel gesagt hat. Ich finde, dass wir, wie wir es ja auch in den Medien machen, bei der Wissenschaft auch darauf drängen könnten oder bitten könnten, dass dieses Prozesshafte, was Herr Kohl angesprochen hat, auch transparent gemacht wird. Und dass es klar ist, es gibt eine Endlichkeit des Wissens und die wird auch deutlich und erkennbar in dem, was wir tun. Also Transparenz, das ist etwas, was wir Medien seit mehreren Jahren machen. Das hat auch zu tun mit unserem gefühlten und in einigen Bereichen tatsächlichen Glaubwürdigkeitsverlust, zu sagen, wo man nicht weiter weiß und wo die Endlichkeit der Erkenntnisse vorhanden ist. Transparenz und Wissenschaft ist, glaube ich, bisher jedenfalls für das, was sich nach außen vermittelt, noch keine intime Beziehung. Bevor ich zu einer letzten Fragerunde komme, darf nur noch Herr Paganini sprechen als Vertreter der Wissenschaft. Also zur Rolle der Wissenschaftskommunikatoren. Ich denke, da ist es aus meiner Sicht einfach sehr, sehr wichtig, dass man die nicht sozusagen die Institutionen damit davonkommen lässt oder die Wissenschaftler auch, dass man die als die Kommunikation noch als Maske draufschraubt. So, wir haben hier das Institut, jetzt haben wir da noch einen angestellt, der kümmert sich um die Kommunikation, jetzt ist das Problem gelöst, wir gehen alle nach Hause. Sondern wirklich auch schon das, was öfters erwähnt wurde, dass ein Bindeglied in dem Sinn spielen sollte, aber dass die Wissenschaftler an sich es als intrinsischen Teil ihrer Aufgabe verstehen, auch ihren Wissensgewinn, ihre Wissensfortschritt zu kommunizieren, weil das ist ja auch cool, deshalb tun wir es ja auch. Also Wissenschaft ist ja deshalb, machen wir die meisten von uns ja deshalb, weil auch der Wissensgewinn uns ja selber antreibt. Und dann finde ich, gehört das dazu, dass man das kommunizieren will. Und eben zudem, dass halt wenige Postdocs und PhDs kommunizieren, ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Karrieremomentum, wo es halt, genau, was es halt schwierig macht, aber ja, das. Jetzt gebe ich Ihnen kurz einen Einblick ins Seelenleben des Moderators. Ich traue mich gar nicht mehr ins Publikum zu gucken, weil immer, wenn ich irgendwo hingucke, zeigt mir jemand, ich muss jetzt aber unbedingt noch drankommen. Und das sind ungefähr 23 Leute, die der Meinung sind, jetzt unbedingt noch was sagen zu können und zu wollen. Gleichzeitig haben wir noch 10 Minuten Zeit. Also ich sage jetzt einfach mal 3, 4 Namen und alle anderen sind mir nicht böse. Ja? Und dann gehen wir zum Abschluss zurück aufs Podium. Das ist jetzt eine undankbare Rolle. Ich habe auf jeden Fall Ulla Burchardt gesehen und die sitzt da oben mit den deutlich zu sehenden Haaren von der Haarfarbe her. Und bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich mache das jetzt ganz plakativ. Ich glaube, wenn man über zielgerichtete Dialoge sprechen will, muss man die Lage doch ein bisschen differenzierter betrachten, als wir das bis heute bei aller Vielfalt machen konnten. Es fehlen mir zwei Perspektiven da drin. Das eine ist die Perspektive der Bürger, der Konsumenten, der Empfänger. Herr Krull, geht nicht anders. Der Empfänger dessen, was Sie dann an die Menschen ranbringen wollen. Jetzt sage ich mal, als Zeitungsleserin oder Medienkonsumentin, dann gucke ich mir an, wo findet Wissenschaft statt. Und dann findet die in der Regel nicht auf den Gott sei Dank immer mehr vorfindbaren Wissenschaftsseiten statt, sondern die geneigten Leserinnen und Leser finden Lebenstipps in aller möglichen Form, ob das Glas Rotwein nun lebensverlängert ist oder nicht, oder wie man seine Kinder am besten erzieht, oder ich sag mal, welche Düfte man sich anlegen soll, um jeweils für das andere Geschlecht attraktiv zu sein, und Lebenstipps dieser Art. Dieses alles kommt im Deckmantel der Wissenschaft daher. Und wir haben einen zweiten Bereich, der ja mittlerweile eine ganz große Rolle spielt, wo Wissenschaft an Leute rankommt. Das ist nämlich Wissenschaft als Marketing von Unternehmen, von Produkten, von Unternehmensstrategie, von Imagewerbung. Wenn Sie heute etwas als auf den Massenmarkt bringen wollen und bestimmte Zielgruppen erreichen wollen, dann müssen Sie erstmal eine Studie machen, die wird zitiert. So, das ist die Mehrzahl von Wissenschaft, die an die Leute herangebracht wird. Und das hat mit dem, was die öffentlich geförderte Wissenschaft produziert und auch leistet und wo sie auch wichtig ist, überhaupt nichts zu tun. Und deswegen muss ich sagen, stört mich als Bürgerin und Leserin ein bisschen manchmal diese Attitüde, die ich so hier durchgehört habe, dass Kritik an wissenschaftlichen Darstellungen ja irgendwie so ein bisschen erstens nicht zulässig, ein bisschen blöde ist, und man hat den ich überziehe es jetzt, Sie wissen, was ich meine. So, weil ich glaube, dass für aufgeklärte Wählerinnen und Wähler und in einer pluralen Demokratie es eine absolute Notwendigkeit ist, auch das, was mir als Wissenschaft präsentiert wird, kritisch zu hinterfragen. Und damit müssen Sie auch alle leben. Sonst funktioniert Demokratie nicht, wenn dieses als falsch und als schädlich angeprangert wird. In diesem Zusammenhang, okay, lassen Sie mich einen Satz. Wir haben keine Zeit mehr. Es sind noch vier andere, die was sagen wollen. Es hat sich unglaublich viel Positives getan, und das fehlt mir eigentlich, dass dieses heute mal festgestellt wird. Beim March for Science ging es ganz wesentlich um unterdrückte und verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in anderen Teilen der Welt. Wir haben hier die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Wissenschaft. Wir haben im Verhältnis zu anderen Ländern wirklich ausgesprochen luxuriöse Sie machen Bedingungen. Es mir heute alle nicht ganz leicht, aber ich würde sagen, jetzt ist Frau Terp noch dran, hier in der ersten Reihe. Dankeschön. Stefanie Terp, Pressesprecherin der TU Berlin. Ich möchte neben der inhaltlichen Diskussion leider auch auf das strukturelle Thema ein Augenmerk werfen. Wenn wir Wissenschaftskommunikation in den Pressestellen, in den PR-Stellen und in den Laboren und Instituten Mobile, Video und Social machen wollen, müssen, wenn wir das auch noch personifizieren, sprich Blog, arbeiten wir nicht, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, von 9 bis 18 Uhr. Die lange Nacht der Wissenschaften findet Samstagnacht statt. Wir gehen um 3 Sonntag früh aus den Laboren. Wenn Sie Ihren Blog machen oder wenn Sie Wissen vom Fass in die Kneipen gehen, dann machen Sie das abends. Frau Brockmeier sagte vorhin schon, wir brauchen eine andere Bewertung und wir brauchen mehr Zeit dafür. Aber allein, ich denke mal, die Konzepte dafür fehlen uns. Ich glaube, alle Institutionen, sowohl die Förderer als auch die Universitäten und Institutionen aus dem außeruniversitären Bereich, sollten und müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie Wissenschaftskommunikation ermöglichen und befördern. Das finde ich in unserer Diskussion neben den Inhalten einen sehr wichtigen Punkt. Mhm. Herzlichen Dank. Dann der Herr dort noch. Ja, Dirk Hans, Science Relations. Schönen guten Abend. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, als Vertreter auch der Wissenschaftskommunikatoren, die hier anwesend sind. Aber es geht mir weniger darum, dass sich die Wissenschaft weiter öffnen soll. Das tut sie seit 15 Jahren. Das tut sie zum Teil sehr erfolgreich. Darüber gibt es enormen Kenntnisstand bei den Wissenschaftskommunikatoren, zum Beispiel bei Wissenschaft im Dialog. Mir geht es darum, festzustellen, dass ich glaube, und damit schlage ich die Brücke zum Anfangsvortrag, dass es weniger darum geht, mehr Wissen zu vermitteln, sondern dass es darum gehen muss, mehr Wissenschaft zu vermitteln. Und ich glaube, es geht ganz entschieden darum, in der Gesellschaft eine gewisse, und ich nenne das mal so, Bullshit-Resilienz entstehen zu lassen.
Und die entsteht eigentlich nur, indem es ein besseres Verständnis für wissenschaftliche Evidenz gibt. Und letzten Endes ist das ein großes Bildungsprojekt. Und ich glaube, dass wir da eine Gruppe jetzt auch im Blick haben sollten, die wir bisher noch gar nicht so im Blick hatten. Und da geht es um sehr junge Menschen der Gesellschaft. Und ich glaube, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Herzlichen Dank. Ich will es jetzt dabei belassen und jetzt zu einer Abschlussrunde aufs Podium zurückgehen. Das Thema Bildungsprojekt, was zuletzt genannt wurde, auch dann, was Frau Burchardt sagte, die Frage ist, hat die Wissenschaft nicht doch eine stärkere Bringschuld an der Stelle, als einfach nur, dass sie ein bisschen nett vor sich hin kommuniziert? Muss sie nicht doch irgendwie stärker auch in der Lage sein, die Sprache der Menschen vor Ort zu sprechen und darf sich nicht verstecken hinter so Begriffen wie Komplexität? Und ich gehe jetzt einmal durch, angefangen mit Herrn Knuth. Denken Sie daran, das ist das letzte Wort, was Sie jetzt haben an der Stelle. Also greifen Sie sich noch von den anderen zahlreichen Wortmeldungen raus, was Ihnen wichtig ist. Mir ist nur wichtig, dass Sie was sagen zum Thema Bildungsauftrag und zum Thema vielleicht auch Bringschuld der Wissenschaft an der Stelle nochmal, Herr Knuth. Also Stichwort Bildungsauftrag. Wir alle müssen in dem, was wir tun, Sorge dafür tragen, dass das, was uns wichtig ist, womit wir unser Geld verdienen, was wir für diese Gesellschaft konstitutiv halten, in 20 oder 30 Jahren noch genauso wichtig ist. Und das bedeutet, jeder für sich, wir müssen Vorsorge treffen dafür, dass es nach dem, was wir tun, eine Nachfrage gibt. Das gilt für uns, für die klassische Musik. Wir holen 3- bis 18-Jährige jede Woche in Proben, damit wir in 30 Jahren nicht sagen, hört leider keiner mehr klassische Musik, sind alle ausgestorben. Ich glaube, dass das auch für das gilt, was wir heute hier besprechen. Und wenn es Ansätze gibt, die müssen Sie aber entwickeln, wie man junge Leute und die Nächte der Wissenschaft, das haben Sie eben erwähnt, für Berlin, das gibt es ja auch in Hamburg, überall, sind ja vernünftige Wege, dann eher ausbauen, ganz sicher. Das ist der Bildungsauftrag. Die Frage, ob man mehr Wissenschaft oder mehr Wissen vermitteln muss, da bin ich anderer Auffassung. Ich glaube, dass Wissenschaft etwas leisten kann, was Voraussetzung für gesichertes Wissen ist. Und dieses gesicherte Wissen ist in unserer Gesellschaft keine Ware mehr, die von selbst entsteht, sondern um die müssen wir ringen und für die müssen wir kämpfen. Und deshalb sage ich, Wissenschaft braucht Gesellschaft, aber Gesellschaft braucht auch Wissenschaft, die Wissen bereitstellt. Herzlichen Dank, Herr Zick. Also mit dem Blick nochmal auf die Empfänger, ich glaube tatsächlich, zum Teil unterschätzen wir das Interesse und die Kompetenzen der Empfänger unserer Forschung. Ich finde, in unseren Bereichen ist es ein unfassbar öffentliches Interesse da. Wir öffnen uns ja, weil wir es müssen, weil wir dazu praktisch gedrückt werden. Ich würde raten, ich kann etwas anbieten. Ich kann anbieten, dass wir in unseren Forschungen zukünftig einbauen in dem Forschungsprozess eine Diskussion darüber, wie wir die Erkenntnisse kommunizieren wollen. Und dann lade ich die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ein. Das wäre eine Logik. Und dann können ja die Fachgesellschaften sich überlegen, wie sie das jetzt so organisieren, dass ich dann bessere Forschung mache. Das wäre ein Weg. Im Prozess des Forschens wird das zum Gegenstand gemacht. Und dann sind auch die Postdocs sicherer. Das ist das Commitment, was ich liefern kann. Und jetzt sage ich etwas, was hier überhaupt nicht besprochen wurde. Wir haben 1000 Sachen nicht besprochen. Es ist alles viel komplexer. Wenn uns das so wichtig ist mit der Gesellschaft, also wenn ich sage, ich brauche eine Gesellschaft, in die gebe ich dann auch Wissen weg. Welche Gesellschaft brauche ich? Und jetzt sage ich eins, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich unbedingt sagen wollte. Wir haben Bereiche, wo derzeit in Europa bestimmte Formen der Wissenschaft nicht möglich sind, weil dort Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gekündigt werden, weil sie in riskanten Gebieten sind, weil sie nicht nach Hause fahren können, weil sie sonst damit Familien gefährden und so weiter. March of Science war gut für unser Thema, weil es einen Impuls gegeben hat an alle anderen. Mensch, die marschieren da, was mache ich denn jetzt? Deswegen war das gut. Und Sie können ganz beruhigt sein, alle Postdocs und alle Promovierenden, alle Qualifikantinnen und Qualifikanten, die sich da mal mit beschäftigt haben, die haben alle eine bessere Karriere gemacht als die, die nur für sich geforscht haben. Bis auf die einzelnen Brillanten. Also da können Sie, das zahlt sich aus.
Aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Würden wir also, das ist die Science, wie heißt es, Citizen Science, das wäre jetzt ein wichtiger Impuls, um zu sagen, die Wissenschaft kümmert sich um diese Gesellschaft, weil sie kümmert sich um diese Menschen, die Wissenschaft nicht betreiben können. Das ist was ganz anderes, als sich mit Pöbeleien auseinanderzusetzen. Sondern Wissenschaft ermöglicht etwas. Und das wäre ein wichtiger Impuls. Und ich glaube, dann würde die Gesellschaft uns auch noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Herr Schön. Also ich habe ein optimistisches Grundnaturell, aber ich bin immer skeptisch, was das Incentivieren und Organisieren und Institutionalisieren angeht. Wir brauchen eine Wissenschaftskultur, in der Wissenschaftler im Kern nach Erkenntnis streben. Und ich würde behaupten, wenn das genuine Erkenntnisinteresse in der Wissenschaft vorhanden ist, dann ergibt sich vielfach, nicht immer, aber vielfach auch ein natürliches Interesse daran, das mitzuteilen. Das Mitzuteilen einer Öffentlichkeit. Das kann dann früher oder später sein. Ich hatte mal ein hochinteressantes Gespräch mit dem langjährigen Vorsitzenden des Sachverständigenrates der Bundesregierung, den sogenannten Fünf Weisen. Der hat mir gesagt, mit 30 wollte ich eigentlich nur mathematische Formeln lösen und saß in meinem Zimmer. Und mit 50 fühlte ich mich berufen, in die Gesellschaft, in die Politik das zu geben, was ich mir erarbeitet hatte. Und wir brauchen daher Strukturen, die das dann ermöglichen, die diese Impulse aufgreifen, die Wissenschaftskommunikatoren, von denen viele hier sitzen, auch ein Wissenschaftsjournalismus, der einen jetzt nicht in einen Schutzraum stellt, aber doch fair behandelt, und auch ein Journalismus außerhalb der Wissenschaft, den Wirtschaftsjournalismus, den politischen Journalismus, den Kulturjournalismus, der diese Dinge dann aufgreift und erweitert. Wo ich etwas skeptischer bin, aber vielleicht ist das schon eine Altersfrage, sind die sozialen Netzwerke, von denen die Rede ist, weil mein Taxifahrer mir eben gesagt hat, die Dinge sind zu schnell. Sie als Wissenschaftler brauchen doch Geduld. Und ich möchte anfügen, die jungen Leute auch. Der Erkenntnisprozess der Wissenschaft ist nicht voll kompatibel mit der Geschwindigkeit des Internet. Deswegen glaube ich, da wird es immer was geben, aber es wird nicht grundstürzend die Art und Weise ändern, wie wir über Wissenschaft nachdenken und wie wir sie auch mit Geduld und Ruhe kommunizieren. Herzlichen Dank, Herr Paganini. Also ich denke, ich möchte den Punkt schon noch aufgreifen, dass wir mehr Wissenschaft kommunizieren müssen und nicht nur einfach mehr Wissen, sondern auch mehr Wissenschaft. Halt den wissenschaftlichen Prozess, dass die Leute verstehen, was ist eine wissenschaftliche Fragestellung? Genau den Vortrag, den wir am Anfang gehört haben. Wie funktioniert der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn? Dass halt nicht nur diese schönen, wir haben jetzt Gravitational Waves, alles toll, sondern halt es waren 4 Jahrzehnte Forschung mit sehr vielen Fehlschlägen, die dahinter stecken, dass man dann diese 15 Minuten Screentime am Ende hat und diesen Prozess der Wissenschaft, das ist, denke ich, sehr wichtig und das führt genau auch zu dieser Geduldsfrage. Wenn die Leute verstehen, hey, Wissenschaft dauert lange, dann ist es auch eher, dass sie die Geduld aufbringen, halt, welche die Wissenschaft für ihre Arbeit braucht. Mhm. Frau Bockmeier. Ich fange mit dem Thema, strukturellen Thema an. Ich glaube, kann ich ganz kurz machen, sehr gut erkannt. Also ich glaube, wir sind da ganz auf Ihrer Seite. Ich hatte das mehrfach gesagt, ich glaube, es geht nur durch eine Andersbewertung. Wenn Sie mit derselben Ressource arbeiten wollen, die Sie jetzt im Moment haben und nicht den Bereich vergrößern wollen, geht es nur, indem Sie an anderer Stelle etwas wegnehmen und es in die Kommunikation hineinstecken. Anders funktioniert es nicht. Und das geht nur, wenn Sie es anders bewerten und wenn dieser Teil tatsächlich auch besser bewertet wird, als er das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube schon, dass eine intrinsische Motivation da ist, um Dinge nach außen zu kommunizieren. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir das anders tun als bisher und wie wir das tun. Ich glaube, da haben wir heute mehrfach drüber geredet und entlang dieser Diskussion sollten wir weitergehen. Ich würde aber einen Punkt noch ansprechen wollen, der hier in der letzten Frage angesprochen wurde. Es gab ja schon mal eine Zeit, wo sich die Gesellschaft Wissen erschlossen hat, indem sie das Lesen lernte und sich Bücher, die auf einmal verfügbar waren für eine breite Teile der Gesellschaft, tatsächlich auch zugänglich gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt war eine Situation gegeben, dass man die Qualität dessen, was man dort gelesen hat, nicht unbedingt immer selbst einschätzen konnte. Heute können wir das vielleicht besser. Da gab es einen interessanten Artikel geradezu in einer Zeitung. Und damit bin ich hinten bei Frau Borchert.
fangen wir an, wer lehrt heute eigentlich, wie die Qualität der Informationsvermittlung, die wir zuhauf aus dem Internet bekommen, in irgendeiner Form einschätzen kann. Und damit bin ich bei dem Bildungsauftrag, den Sie auch angesprochen haben und zu dem Sie etwas wollten. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir ermöglichen, dass die Gesellschaft diese Qualität einschätzen kann. Also einen ähnlichen Prozess, wie wir ihn damals hatten. Und ich bin da auch eher optimistisch und glaube, dass uns das sicherlich langfristig genauso gelingt, wie wir das an der anderen Stelle auch schon mal ermöglicht haben. Herzlichen Dank. Also eigentlich ein doppelter Bildungsauftrag. Einerseits haben wir gehört, auch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie besser lernen, auch wenn sie vermitteln wollen, ist zu vermitteln, durchaus auch vielleicht mit der einen oder anderen Anreiz verbunden und nicht nur intrinsisch, aber auf jeden Fall, dass sie es lernen, dass sie auch die Methoden dazu lernen. Umgekehrt aber auch der Auftrag an die Wissenschaft, noch stärker in die Gesellschaft hineinzuwirken und auch dort einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Was haben sich Wissenschaft und Gesellschaft noch zu sagen? Ganz herzlichen Dank an Sie alle hier oben auf dem Podium.